erzählen über den Menschen Dieter Bröers? Wieso fühlt er sich überhaupt aufgerufen, über diese Dinge was zu sagen? Da gibt es doch eigentlich ganz andere. Ich möchte etwas erzählen, was vielleicht ein bisschen zu intim erscheint, aber es ist etwas, was erklärt, warum ich hier jetzt stehe und warum ich über bestimmte Dinge Aussagen treffe. Ich hatte als Kind das Problem, dass ich Dinge wahrgenommen habe, sozusagen aus einer anderen Realität, einer anderen Wirklichkeit, wie meine Eltern immer sagten, dass ich mich da nicht ausdrücken konnte. Ich habe Dinge wahrgenommen, ich habe also keine Geister oder sowas gesehen, aber irgendwie habe ich meine Welt anders ausgedeutet. Und meine Eltern hielten das für abnormal und haben es verboten, darüber zu reden und meinten, irgendwann würde ich da auch vernünftig werden. Das hat sich in der Schule fortgesetzt. Und irgendwann später habe ich dann beschlossen, diese Dinge für mich zu behalten und habe mich in den Büchern versteckt. Ich habe gelesen als 12-, 13-Jähriger Immanuel Kant, Schopenhauer. Ich habe es sicherlich nicht intellektuell verstanden, aber ich habe es irgendwie gefühlt, dass da was drin steht, was mich irgendwie tangiert. So habe ich beschlossen, irgendwann Philosophie zu studieren, um letztlich nichts weiter zu tun, als das auszudrücken, was ich wahrnehme. Diese sogenannte andere Wirklichkeit. Ich habe festgestellt, dass es immer im subjektiven Sumpf hängen blieb. Gerade in der Philosophie ist ja nicht so leicht objektivierbar. Insofern habe ich die Idee gehabt, okay, bedienst du dich eines Instruments, so wie sich ein Künstler irgendeines Faches bedient, der Maler würde sich dann eben der Staffelei bedienen, der Farben. So habe ich gedacht, okay, um das auszudrücken, was du sehen und anfassen kannst, um zu erklären, vielleicht mit den Worten, die andere nachvollziehen können, bedienst du dich des Instrumentes der Naturwissenschaft. Und so ist zum Beispiel jetzt Folgendes gekommen. Die Konstellation zwischen Intuition und zwischen Fachwissen, was ich mir jetzt habe erarbeiten müssen, ist eigentlich eine ganz glückliche. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schwierig, weil man da Dinge wahrnimmt, die es ja noch gar nicht gibt. Zum Beispiel hat es dazu geführt, dass ich eine ganze Menge Patente erteilt bekommen habe, aber es gab dafür keine Wirkmodelle. Also bei einer Patentanmeldung wird nicht unterschieden, ob es funktioniert. Das ist schon richtig, das muss es schon. Aber wie es funktioniert, muss nicht unbedingt erklärt werden. Insofern hatte ich gar keine andere Chance, als dann irgendwann mit meinen Ideen auch zur Universität zu gehen oder zu Universitäten zu gehen, um das zu überprüfen. Und jetzt kommen wir gleich zum eigentlichen Kernthema. Ich hatte 1980, es war fast 1981, einen Forschungsauftrag bekommen. Ich hatte ein eigenes Forschungslabor. So ging es darum, elektromagnetische Felder, das war damals ein System von Dr. Ludwig, Magnetfeldtherapie im kleinen Sinne, das war ein kleines System, was Mekos hieß, das konnte man sich um den Hals hängen und dann wurde man damit befeldet und angeblich stimulierte das oder regulierte das ganze System. Und da sollte ich einen nachweisbaren Effekt erbringen. So habe ich mir überlegt, was ich da tue und habe das mit Stoffwechselprozessen versucht, mit Escherichia coli, eine Kultur, mit der ich mich ganz gut auskannte, und habe da eben Stoffwechselprozesse versucht zu analysieren. Habe nichts so Richtiges an signifikanten Ergebnissen festgestellt. Und dann kommt dieses legendäre Ereignis beim Zähneputzen. Ich arbeitete vielleicht schon 4 Wochen an diesem Projekt, kam mir eine Idee. Du kehrst das ganze Prinzip eigentlich um. Das heißt, was an diesem kleinen Gerät herauskam an elektromagnetischen Impulsen, waren Rechteck- und Nadelimpulse, die eine ganze Menge Ohrwellen hatten. Und diese Oberwellen, Techniker nennen sie parasitäre Felder, diese Oberwellen, das sah ich sozusagen in einem kurzen Gedankenblitz, sind eigentlich viel interessanter als die Sekundärwellen. So habe ich das ganze Prinzip umgedreht und habe diese parasitären Oberwellen zu einer Hauptwelle ausgearbeitet. Und in der Tat, es hat funktioniert. Ich habe da ein System entwickelt, was hochsignifikante nachweisbare Ergebnisse erzielen konnte. Jetzt bin ich mit diesem Verfahren zur Uni Berlin gefahren und habe gesagt, okay, ich habe da was. Habe da angeklopft in verschiedenen Fachbereichen und festgestellt, ich laufe da eigentlich nur gegen Ideen, Ideologien, Unverständnis vor allen Dingen, trat mir dann gegen. Und eine Professorin Krippelin damals, Direktorin und Präsidentin der TU Berlin, sagte, lassen Sie es doch mal hier, ich schaue es mir mal in Ruhe an und geben Sie mir Ihre Rufnummer. Diese Frau rief mich nach ungefähr 2 Monaten an. Und sagte, schauen Sie bitte vorbei, da ist etwas, was ich nicht verstehe. Dann hat sie mir erklärt, was sie rausbekommen hat. Sie hat rausbekommen, dass sie in Reagenzgläsern und in Petrischalen vor allen Dingen bestimmte Mikroorganismen, bestimmte Pilze gezüchtet hat, aber nicht nur Pilze, aber um die ging es hier mal als erstes, von denen sie ganz genau wusste, wenn die einmal aus dem Rhythmus gekommen sind, dann gibt es nichts, was sie wieder in den alten Rhythmus überführt.
Sie hat über diese Themen eine Habilitationsarbeit geschrieben. Diese Frau ist eine Nestorin auf diesem Gebiet. Sie sollte es wissen. Sie sagt, ihr Gerät kann das. Und ich möchte wissen, warum. Diese kleine erste Studie hat dazu geführt, dass wir ein großes interdisziplinäres Thema angegangen sind. 11 Fachbereiche waren da involviert. Das heißt, wir hatten die Technische Universität dabei mit den Fachbereichen Mikrobiologie, Biochemie. Dann hatten wir die Freie Universität dabei mit den klassischen Fachbereichen Theoretische Physik, Experimentalphysik. Ich will das nicht alles weiter erwähnen. Mikrobiologie und Biophysik natürlich doppelt. Auch noch die Humboldt-Universität dabei. Das war ein großes Projekt, über das ich natürlich jetzt nicht primär reden möchte. Aber ich möchte zum Ausdruck bringen, dass hier ein Verfahren aufgebaut wurde, dass es langsam gewachsen ist, was entsprungen ist einer Intuition. Und ich frage Sie jetzt mal ganz am Anfang, meinen Sie, dass das ein Zufall ist, dass Sie hier sitzen? Nein. Sind Sie sich da sicher? Ja. Meinen Sie, dass das Universum und wir da so mittendrin determiniert ist, vorherbestimmt? Wieso können, es gibt ja so fähige Leute, die die Zukunft voraussehen können, meinetwegen die Mayas, nehmen wir das mal als aktuelles Beispiel, die ja sagen, okay, dann und dann könnte das und das passieren. Ich denke, das hat nichts unbedingt mit Determinismus zu tun. Ich sehe das in etwa so und ich glaube, diesen Vergleich kann jeder nachvollziehen. Das ist mir im Auto auf der Fahrt hierher eingefallen. Wenn eine Eintagsfliege ja nur das Ereignis eines Tages wahrnimmt, und jetzt sozusagen eine Fliege, die auch schon mal ein ganzes Jahr überlebt hat, weiß, dass es da Jahreszeiten gibt, vor allen Dingen in der Nacht, dass darauf wieder ein Tag folgt. Und diese Fliege sozusagen, diese Eintagsfliege davon berichten könnte, dann hätte sie natürlich Erklärungsnot, weil das ist natürlich eine Sache, die hat erstmal was mit Glauben zu tun. Tatsächlich weiß sie diese andere Fliege schon, dass es sowas gibt. Es gibt andere Zyklen, also kann sie auch sagen, irgendwann gibt es eine Jahreszeit, jetzt haben wir meinetwegen den Frühling, und irgendwann gibt es aber auch den Winter. Und wenn man diesen Einblick hat aus Erfahrungswerten, Erfahrungen, die man selber gemacht hat, dann ist man eigentlich kein Wahrsager, sondern man ist jemand, der einfach die Natur beobachtet hat, Ereignisse beobachtet hat und daraus Schlüsse zieht. Und ich denke, die Mayas haben das auch gemacht. Die haben astronomische Glanzleistung verbracht. Das ist das nächste Phänomen natürlich. Wie ist das überhaupt möglich gewesen, dass die Dinge berechnet haben, die wir heute gerade eben so verifizieren können, nachvollziehen können. Wieso ist das denen möglich gewesen? Aber das ist nicht Grund und der eigentliche Ansatz dieses Themas. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass wir es in diesem Falle mit Ereignissen zu tun haben, die eben nicht irgendwo determiniert sind, weil sie feststehen. Denn dann könnten wir ja eigentlich und bräuchten gar nichts mehr zu tun. Dann könnten wir alle irgendwie fatalistisch so dahin leben und sagen, okay, das war's. Es wird sowieso alles passieren, was passieren soll. In der Quantenphysik unterscheidet man zwischen der Quantenwahrscheinlichkeit, das könnte man noch als Zufall bezeichnen, und den tatsächlichen determinierten Chaos, wenn man so will, den determinierten Zufall. Das heißt, den beeinflussten Zufall, den wir über unser Bewusstsein, über ein erwachtes Bewusstsein sozusagen scharf machen können, wie Schrödinger das so schön gemacht hat mit seinem Beispiel Schrödingers Katze. Darf ich mal die Hände sehen? Wer kennt das Beispiel von Schrödingers Katze? Fast alle. Soll ich es wiederholen kurz? Erwin Schrödinger, wir haben ja hier den Erwin als Österreicher natürlich, kam auf die Idee, ich weiß gar nicht, ob er selber drauf gekommen ist, und sagte, okay, nehmen wir einfach mal eine Katze, und ich liebe Katzen, so nehme ich mal Schrödinger ganz gern an, und diese packen wir in ein Behältnis. Und da lassen wir sozusagen, und dieses Behältnis lassen wir zu. Und dort drin ist über die Quantenwahrscheinlichkeit eine Zyankali-Kapsel oder ein Gift, was sich über die Wahrscheinlichkeit entweder ausbreitet oder nicht ausbreitet. Die Wahrscheinlichkeit steht 50-50. Ich mache es mal sehr einfach. Und in dem Moment, aber erst in dem Moment, wo irgendjemand diesen Deckel öffnet, sieht man, ob die Katze lebt oder stirbt oder tot ist. Insofern soll hiermit zum Ausdruck gebracht werden, dass unsere Beobachtung, unsere Wahrnehmung die Realität ist wirklich erschafft. Und jetzt gibt es die neue Version, die heißt Schrödingers Freund oder Wieners Freund genannt. Wiener, ich glaube, der große Nestor der Kybernetik. Da hat man das ein bisschen modifiziert. Da hat man gesagt, okay, Wiener ist ein Katzenfeind und Erwin Schrödinger ist ein Katzenliebhaber. Und beide öffnen sich jetzt diesen Deckel. Was meinen Sie, was da passiert?
Ich habe ihn noch nicht geöffnet, aber dem Modell nach der Quantenphysik der aktuellen ist beides drin. In diesem Falle passiert, die Katze lebt, weil Schrödinger ein Katzenliebhaber ist und so wie es die Quantenphysik sagt oder zum Ausdruck bringt, in dieser Realität, diese Realität ist Schrödingers Realität, weil es seine Katze ist. Das dominiert. Gut, vielleicht so ein bisschen am Rande. Ich möchte jetzt zum ersten Bild kommen, was hier als non-lokal ausgewiesen ist, soll zum Ausdruck bringen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Was hier ein bisschen pathetisch klingt, ein bisschen sehr subjektiv, ist in der Quantenphysik als Entanglement oder verschränktes Phänomen bekannt. Was sich bisher immer nur am elementaren Bereich dargestellt hat, in der Elementarforschung, Elementarteilchenphysik, überträgt sich auch auf das Bewusstsein, auf unsere Neurologie. Soll heißen, alles ist mit allem verbunden. Und ich denke, wir machen den Fehler, oder die Erfahrung besser gesagt, dass wir sagen und beschließen, hier hört unsere Körperlichkeit auf mit der Epidermisschicht, also mit der Hautschicht, und alles andere ist nicht mehr zu uns zugehörig. Das ist eine sehr oberflächliche, im doppelten Sinne des Wortes, oberflächliche Betrachtung. Tatsächlich endet unser Körper nicht mit unser Körper sicherlich schon, aber der Aspekt unserer Körperlichkeit ist da noch nicht zu Ende. Es sind sozusagen die Felder, nennen wir sie mal elektromagnetische oder gravitative Felder, die tatsächlich uns genauso ausmachen und mit allen anderen wechselwirken. Insofern sind wir alle miteinander verschränkt oder non-lokal miteinander verbunden. Und in diesem Kontext möchte ich Ihnen ein Beispiel bringen von einem echten Wunder. Das Verfahren, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Verfahren, was am Anfang nur kleine Zellsysteme beeinflusst hat, aus dem Rhythmus gekommene überführt hat, also harmonisiert hat, ist natürlich nicht bei diesen Mikroorganismen geblieben. Da ist man natürlich an Patientenergebnisse gekommen, wir haben klinisch-experimentelle Forschung betrieben, wir haben auch mit Patienten direkt gearbeitet, aber wir werden ein bisschen was sehen. Tatsächlich ist eine Sache passiert, wir haben Patienten befeldet sozusagen mit diesen Feldern und haben damit erzielen können, dass die Patienten rausgekriegt haben, warum sie überhaupt krank geworden sind. Das ist etwas Sensationelles gewesen, was wir selber am Anfang gar nicht einschätzen konnten, wir wussten es auch gar nicht. Nur ein Hinterfragen über Jahre hat dann ergeben, der Patienten selber, der Betroffenen, dass da was passiert, dass die Patienten, die damals austherapiert waren, nur die durften wir behandeln, erkannt haben während der Befeldung, warum sie überhaupt krank geworden sind. Wir würden Dahlke nehmen, Detlefsen, Krankheit als Weg wäre da so eine Schlagzeile. Worüber ich hier berichte, ist über 20 Jahre her oder alt. Das ist eine Sache, die natürlich so sensationell war, dass wir darüber auch gar nicht berichten durften. Wir konnten Veröffentlichungen machen, das haben wir auch getan. Zitierfähige Arbeiten gibt es eine ganze Menge im Grundlagenforschungsbereich. Aber sowas in situ, direkt am Patienten, konnten wir gar nicht veröffentlichen, weil es da einfach keine Fallstudien gab. Da gibt es keinen Doppelblindversuch bei Austherapierten. Der lebt eben in diesem Falle entweder noch ein Vierteljahr länger oder ein Jahr oder eben gar nicht mehr. Das war also recht schwierig und unmöglich offensichtlich. Aber da ist etwas passiert. Wir haben dann auf der Medica, das ist eine der größten medizinischen Fachmessen der Welt in Düsseldorf, haben wir unser System als Weltneuheit vorgetragen. Damals mit der Freien Universität zusammen und der Humboldt-Universität und haben ganz bescheiden einen kleinen Stand gemietet und haben uns dort postiert und das Gerät und haben es angeboten. Und da war am Nebenstand ein Stand oder eine Welterfindung von Zipper Geigy, ein System, was vorgeführt wurde, CATEM genannt. Es war so empfindlich, ein sozusagen weiterentwickeltes EEG, das Gehirnströme eines Menschen messen konnte, was so empfindlich war, dass es sozusagen den kompletten Verlauf des Verzehrs oder Verstoffwechsels eines einzelnen Glas Wassers nachweisen konnte. Höchst empfindlich. Und wie damals Lebrecht von Klitzing sagte, wenn wir dieses Gerät nur einen Tag nutzen könnten, würden wir mindestens ein Jahr an Forschung sparen mit unseren klinisch unauffälligen Probanden. Und so ist es dann auch geschehen. Wir haben einen Tag Messzeit dort bekommen. Wir sind eingeladen worden, durften dieses große Gerät messen. Das heißt, wir durften unsere Messung dort vorführen und durchführen. Wir haben also eine Kamera aufstellen dürfen. Und dann haben wir beobachtet, was da passierte. Und etwas sehr Merkwürdiges passierte da. Ich muss dazu vielleicht ganz kurz schildern, wie das Ganze ablief. Auf einem Stuhl, wo sich der Proband befand, hatte dieser Proband vor sich eine Tastatur und einen Monitor. Und es war standardisiert, oder es gehörte zum Standard, dass dieser Proband bestimmte Schwierigkeitsgrade, also mathematische Gleichungen,
die und verschiedene Schwierigkeitsgraden 1 bis 6 klassifiziert wurden, in bestimmten Zeiten lösen musste. Da man diese Probanden aber schon sehr lange kannte und sozusagen die einen Wert auch gemittelt oder geaveraged hat, wusste man, Proband A schafft Schwierigkeitsgrad A, statistisch gesehen so und so oft. So muss ich sagen, es gab nicht einen, der den höchsten Schwierigkeitsgrad von diesen Probanden, es waren 6 oder 7 waren es, jemals geschafft hat. Sehr viele haben 5 erreicht, 4 waren es einige, das wusste man. Und was hier passiert ist, ich kürze es ein bisschen ab, es war so, in einer Rekordzeit für alle, ganz individuell, wurden alle Schwierigkeitsgrade gelöst, also die höchsten Schwierigkeitsgrade. Das ist die eine Sensation. Die andere Sensation ist die, dass das bewirkt wurde durch diese nicht thermischen, durch diese sehr schwachen elektromagnetischen Felder, die mastoid, also hier am Hinterkopf, appliziert wurden. Und wir konnten im EEG sehen, was da passierte. Die nächste Sensation, rein physiologisch gesehen, war nämlich die, dass diese Patienten, in diesem Falle die Probanden, dass diese Probanden im Alpha-Zustand sich befunden haben. Das ist so dieser Übergang zwischen Tagesbewusstsein und oder Wachbewusstsein und Schlafzustand. Genau in diesem Zustand haben die sich eingefroren gehalten, um eine Alpha-Aktivität von fast 500% gegenüber normal. Das können Physiologen, Mediziner ganz anders deuten als ich jetzt. Ich habe nur an der Reaktion des Professor Dimpfels, das war damals der Chefarzt und Projektleiter von Zieber Geige, gesehen, dass da eine unglaubliche Sensation gerade passiert sei oder war, weil wir durften auch die Kamera nicht weiterlaufen lassen, mussten wir abschalten. Und wir konnten tatsächlich Alpha erzeugen im offenen Zustand. Das heißt, wir haben mit offenem Gehirn, wie man sagt, das heißt in diesem Falle, die Leute waren wach, haben die Augen geöffnet gehabt und haben sogar mathematische Gleichungen gelöst, was eigentlich sich ausschließt. Man kann nämlich in Alpha-Zustand eigentlich, so dachte man, nur kommen, wenn man außerordentlich entspannt ist und dann meistens die Augen zu hat. Das war hier nicht der Fall. Dieser Professor Dimpfel hat mich aus dem Zimmer gezogen, in sein privates Zimmer gesteckt, hat mich angeschrien und gesagt, wissen Sie, was Sie da haben? Das wusste ich natürlich nicht. Dann sagte er, das ist ja eine neuronale Wasserstoffbombe. Diese Formulierung hat mich sehr irritiert. Was ich daraus ableite, ist, dass dieser Mann, der als EEG-Papst damals nicht selbst ernannt, sondern so wurde er von den Kollegen, von der Konkurrenz, wenn man so will, doch auch beschrieben, dass der eine solche Äußerung überhaupt, die recht unkontrolliert erschien, an einem Mediziner sagt sowas eigentlich nicht und ist recht kein Chefarzt und Professor an der Stelle von Zieber Geige. Er hat es jedenfalls gesagt, er war sehr, sehr überrascht und wollte über Nacht eine Firma gründen, Nürnberger Trichter. Sozusagen, wie man sehr schnell Menschen zu einem sehr hohen Intelligenzquotienten induziert, sozusagen. Das ist aber nur am Rande. Es soll so ein bisschen auf die lustige Art darbieten, warum ich mich aufgerufen fühle, über bestimmte Themen zu reden, die vielleicht einige Menschen erkennen, worauf ich überhaupt hinaus will, damit zu tun haben mit den Ereignissen, denen wir jetzt schon übrigens ausgesetzt sind und die noch auf uns zukommen. Mein Lieblingszitat ist, ich bin davon überzeugt, dass 2012 eine ganz große Veränderung eintreten wird. Frage ist nur, wann ist 2012? Diese Felder, die auf Probanden und Patienten eingewirkt haben, sind zunehmend nämlich die Felder, die uns hier zunehmend mehr berühren, die auf uns einwirken. Zunächst mal ganz pauschal gesagt kosmische Felder. Darunter sind natürlich primär erstmal die Felder der Sonne durch die Ladungsträger. Wir werden uns das nachher in den Bildern angucken. Die Elektronen und Protonen teilweise bis zu 8 Kilometer pro Stunde, nicht pro Sekunde, pro Stunde, dann ins All schießen. Und wenn sie dann uns treffen, das heißt unsere Erde, unsere Ionosphäre und Magnetosphäre, dann haben wir hier auf der Erde Stress. Dann gibt es eine Veränderung der Erdmagnetfelder. Das sind dann die Tage auch, wo wir wissen, dass die Delfine stranden, die Wale woanders hin wandern, als sie wollen, die Vögel auch woanders hinfliegen und so weiter. Also das ist bei den Tieren bekannt. Was wenige wissen, und wer meine Bücher gelesen hat, hat es andeutungsweise schon lesen können, dass genau an den Tagen psychische Auffälligkeiten im höchsten Maße damit korrelieren. Ja, also psychische Auffälligkeiten sehr allgemein abgefasst. Wir werden uns das nachher im Einzelnen angucken, was das bedeutet. Die Studien habe ich auch mitgebracht. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Das heißt, ich will es mal sehr im Groben jetzt darstellen, worum das hier überhaupt heute geht. Und ich möchte auch noch mal eins darstellen, warum im Grunde genommen der Konflikt besteht zwischen dem Verständnis des Seins oder eben dem Unverständnis des Seins und des Phänomens des Lebens. Wenn die Naturwissenschaft, ganz allgemein jetzt, natürlich auch die Medizin damit inbegriffen, ihre Instrumente ansetzt, ihre Bewertungskriterien,
So basiert das alles einmal auf den galileischen Verzicht. Galileo Galilei hat, ich glaube 1648, überhaupt die Naturwissenschaft gegründet, indem er sagte, wir haben den Stein des Weisen nicht gefunden und Gold konnten wir auch noch nicht machen, Alchemisten haben da auch versagt. Wir beschränken uns jetzt nicht mehr auf das Warum, das hatte Aristoteles vorher gesagt, sondern auf das Wie. Uns interessiert jetzt eigentlich nur noch, wie fällt ein Apfel runter? Und Aristoteles hat gefragt, warum fällt er runter? So, diese Denkweise hat uns bis heute geprägt. Es geht um das Wie, die Ausprägung des Wies. Ich kann es auch so sagen, Aristoteles, die binäre Logik, die aufgebaut wurde und erfunden wurde, entwickelt wurde von Aristoteles, das Vergleichen von Mengen sozusagen, ist ungeeignet, ist sehr geeignet, um Funktionen zu erklären. Das ist wohl wahr, es funktioniert ja. Aber es erklärt eben nicht die Qualitäten. Die Quantitäten und die Qualitäten sind ja hier noch getrennt. Also die Naturwissenschaft beschreibt ausschließlich nur die Quantitäten. Das Vergleichen von Mengen sozusagen, wenn man es ganz einfach runterbricht. Und insofern ist es recht schwierig, wenn ich immer wieder mit Biologen spreche und das kann auch Professor Singer nicht aus seiner Haut, wenn er sagt, ich sitze hier der Max-Planck-Gesellschaft vor und bin hier der Chef der Gehirnforschung und habe aber kein Modell dafür. Es gibt kein geistiges Agens, das das Gehirn steuert. So sagt er, so schreibt er. Und so ist die Krux in der Biologie eigentlich die, ganz allgemein, und ganz besonders kommt das in der Gehirnforschung zum Ausdruck, dass es da eigentlich nichts Richtiges gibt. Es gibt kein Modell, was uns befriedigt, außer, und wer sich daran wiederfindet, befriedigt, sei dahingestellt, wie ich das finden soll, aber tatsächlich das Modell, dass man sich runter reduziert auf eine Funktionseinheit, die sich sozusagen einbildet, dass sie einen freien Willen hat. Und das ist relativ wenig. Und das ist es natürlich nicht de facto. Und insofern ist es erforderlich gewesen, dass es eben zu dieser Alternativlogik auch noch eine aspektbezogene Logik gibt, die also die Aspekte, die Quantitäten und die Qualitäten eben mit beleuchtet. Abibmanis hat das gemacht. Von ihm haben nur einige Spezialisten gehört, einige Mathematiker werden ihn kennen. Und Burkhard Heim hat das vollendet. Und Burkhard Heim hat gesagt, um das Sein zu beschreiben, das ganze biologische Sein auch im ganzen Kosmos zu beschreiben, ist es erforderlich, beide Aspekte mit reinzunehmen. Die Alternativlogik und die aspektbezogene Logik. Beides zusammen macht das ganze System erst Sinn machen. So, insofern werden die Dinge passieren, so wie sie Aristoteles gesagt hat oder ins Leben gerufen hat. Und ich möchte ein Zitat von Schiller jetzt schon mal am Anfang bringen. So etwas wird sich zum Schluss heute nochmal in ähnlichen Form wiederholen. Seit Aristoteles wissen wir, was Demokratie ist. Und doch sind wir heute Barbaren geblieben. Die Welt wird sich erst ändern, wenn wir die Welt durch das Herz heraus erschließen. Somit hat er auch die Ode an die Freude geschrieben mit diesem Grundtenor. Und ich denke, das ist der Ausweg übers Herz gedeutet. Und diese Herzdeutung findet natürlich in der naturwissenschaftlichen Weltbild oder Welt überhaupt keinen Platz. Das sind die Geisteswissenschaften, die sind streng getrennt von den Naturwissenschaften. Und so stelle ich das Thema als Erwachen der Menschheit in einem Kontext, wo ich sage, ist die Evolutionskette eigentlich mit uns schon abgeschlossen? Ich halte das für unwahrscheinlich. Irgendwann wird es was Neues geben, was anderes geben. Aber dass es damit das Nonplusultra ist und das Ende ist, ist ja unwahrscheinlich. Die Frage ist nur, wann könnte dann ein neuer Evolutionssprung stattfinden und wie könnte dann das aussehen? Und was sind für Kriterien erforderlich, um sowas zu tun? Jetzt nehme ich mir folgendes Bild vor. Unsere gesamte Wahrnehmung dieser Realität unserer Welt, unseres Tagesbewusstseins, überhaupt, dass wir uns überhaupt lebensfähig gestalten können, verdanken wir einem evolutionären Schritt, der sich als der konservativste und der stabilste dargestellt hat in der gesamten Geschichte. Und zwar ist es unser Neuron. Die Neuronen sind ungefähr 1 Milliarde, man spricht sogar von 1,3 Milliarden Jahre alt. Seit der Meeresschnecke hat sich ein Neuron bis heute nur in ganz wenigen Aspekten verändert. Es hat sich also sehr konservativ durchgesetzt und gehalten. Es ist nicht erforderlich, dass, wie man bisher dachte, dass viele Neuronen sozusagen auch die Anzahl der Neuronen auch die Qualität und die Quantität ausdrückt. Das ist nicht unbedingt der Fall, über das werden wir gleich noch reden. Aber wichtig ist, dass ein Neuron eine Wirkeinheit und Funktionseinheit ist, die überhaupt Leben und Tat und Reflexion überhaupt erst ermöglicht.
Insofern ist unser neuronales Netzwerk mit der Krönungskette des Gehirns obendrauf, mit dem wir ja auch unsere Welt ausdeuten, schon mal ganz interessant anzugucken und sozusagen die Bewusstseinsforschung auch in einem ganz besonderen Kontext gestellt. Denn was überhaupt jetzt Erwachen bedeutet, korreliert natürlich mit einem Zustand, den wir im ganz einfachen Alltäglichen kennen. Wir wissen, dass wir schlafen, aber wir wissen es eigentlich nur, wenn wir aus dem Schlaf zurückgekommen sind und sagen, okay, eben war ich in der Traumwelt, ich habe gerade geschlafen. Kann mich vielleicht daran erinnern, was ich geträumt habe, vielleicht auch nicht. Aber jetzt schlafe ich nicht, jetzt bin ich ja wach. Umgekehrt geht das nicht. Wenn ich träume oder schlafe, weiß ich nicht, dass es da noch eine Situation gibt von mir selber, die die Tageswelt ausmacht. Es sei denn, würde sich um einen luziden Traum handeln oder eben einen Klartraum. Das sind Ausnahmezustände. Aber hier ist es so, das kennen wir. Und damit schließen wir diese Kette schon ab. Nun weiß man, mehr oder weniger theoretisch, dass es Zustände gibt der Bewusstseinserweiterung. Da ist also dieses Tagesbewusstsein erweitert. Ich möchte nicht gleich von Satori sprechen, von Erleuchtung sprechen, aber sowas in der Art ist natürlich schon auch eine Ebene, die man noch nicht klassifiziert hat. Ich weiß nicht, wie viele Bits sozusagen pro Sekunde sich gleichschalten müssen, um sozusagen einen Satori-Effekt zu erzielen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Zustände gibt, die einer Bewusstseinserweiterung gegenüber der jetzigen Tagesrealität erheblich darüber hinausgeht. So, und ein solcher Zustand wird induziert über die Neurochemie, über die Biochemie in unserem Gehirn. Aber eben nicht nur da, sondern sie wird angestoßen durch ganz bestimmte elektromagnetische Felder. Das ist mein Spezialgebiet. Darüber arbeite ich. Zu diesem Thema forsche ich oder an dem Thema forsche ich seit 30 Jahren. Und deswegen fühle ich mich aufgerufen, an der Stelle etwas zu sagen. Und auch das hätte ich bisher nur in einer schriftlichen Form getan. Schauen Sie, ich habe ein Buch geschrieben, das hieß Die Felder des Lebens. Das war ungefähr 720 Seiten dick. Das Buch hatte ich vorgehabt, auf den Markt zu bringen, als Morpheus. Bis dann irgendwann, das ist jetzt gerade mal anderthalb bis zwei Jahre, ja, ich glaube anderthalb Jahre her, eine Freundin, die wir wahrscheinlich alle kennen aus dem Internet, die aber auch viele Bücher geschrieben hat, mich geoutet hat, gesagt, ich weiß, wer Morpheus ist, das ist Dieter Bröers. Insofern ist meine Tarnung aufgeflogen. Denn ich habe bis zu dem Zeitpunkt weiter geforscht. Und das war mein Forschungsprojekt überhaupt nicht förderlich. Ich musste dort Spießruten laufen, dass da meine Tarnung eben aufgeflogen ist, aber das will ich hier nicht bemängeln. Der Grund ist, dass ich dann natürlich überhaupt keine Chance habe. Ich hatte die Möglichkeit natürlich potenziell gehabt zu sagen, stimmt alles gar nicht. Aber ich habe mich entschieden zu sagen, okay, da stehe ich eben, Dieter Bröers ist auch Morpheus. Jetzt schreibe ich eben ein neues Buch, respektive schreibe ich dieses Buch um. Aber nur deswegen, weil ich einen Anruf erhielt, das ist jetzt anderthalb Jahre her, von einem Freund aus Hollywood, aus L.A., der mich anrief und sagte, Dieter, hier kommt eine Armada von Filmen auf uns zu. Damit meinte er auch wie uns im Westen. Alle um das Thema 2012. Emmerich hat er nur einen genannt, Fernsehserien, die alle da schon gedreht wurden, angefangen und jetzt noch weitergeführt werden. Und alle haben einen Ausgangspunkt oder ein Finale, ein Tenor. Die Welt geht jedes Mal unter, nur jedes Mal anders. Und da war mir klar, das kann es nicht sein. Ich habe ganz spontan entschieden, gesagt, okay, jetzt bringst du zum Ausdruck, was du eigentlich meinst, was du in deinem Buch Die Felder des Lebens eigentlich beschreiben wolltest, was nämlich gerade mit uns im Allgemeinen und im Speziellen passiert und sich sogar steigert. Das sind nämlich Felder, die ich bisher aus den therapeutischen Forschungsergebnissen kannte, auch wieder entdecke im Kosmos, die auf uns hier einwirken. Und die deute ich natürlich aus nach naturwissenschaftlichen Kriterien. Insofern ist es nicht abwegig, dass ich zu diesem Thema etwas sage und auch zu ähnlichen Schlussfolgerungen komme. Ich würde das mit einem Anführungszeichen setzen oder noch ein Fragezeichen. Das überlasse ich aber jedem selber. Schauen wir uns mal an, was da gerade so passiert. Aber ich möchte hier vorsichtig jetzt mal anfangen. Ich habe darüber gesprochen, welche Kriterien sind überhaupt erforderlich, um einen Evolutionssprung. Die Evolution macht tatsächlich Sprünge. Es ist nicht so, dass sich so ganz langsam ein vielleicht sechster Finger erwächst. Das tut es auch, aber dieses wie ein Umstand oder Umsprung in einen anderen Aggregatzustand geht sowas sehr schnell, das weiß man aus der Paläobiologie relativ gut. Und so ist Chaos und Ordnung, wären so Antagonisten, so Gegenspieler. Und was Prigogine rausgekriegt hat, dafür hat er auch einen Nobelpreis bekommen, dass Chaos sozusagen in einem Höchstmaß, wenn also ein Schwellenwert sozusagen des chaotischen Zustandes oder eines chaotischen Zustandes umschwingt oder erreicht,
dann gibt es einen dissipativen Zustand, ein hochgeordnetes System. Das sind die dissipativen Strukturen. Darüber hat er sehr viel nachgedacht, dafür hat er sehr viele Messungen angeboten, dafür hat er den Nobelpreis gekriegt. Also dieses Chaos gehört irgendwie immer dazu. Und jetzt natürlich die grundsätzliche Frage auch wieder, stehen wir eigentlich am Abgrund? Wo stehen wir denn jetzt, dass wir Chaos erfahren? Und in zunehmendem Maße, denke ich mal, das muss ich nicht klassifizieren, die Ereignisdichte hat zugenommen. Ich denke, das erfüllt jeder und erfährt auch jeder. Und nicht alles, was die Medien uns anbieten, ist auch de facto genau in der Quantität und Qualität genauso, wie sie es uns anbieten. Das kriege ich mit, auch durch andere Quellen, zum Beispiel Eingänge bei den Patentämtern. Ich habe da Freunde, die sind Patentanwälte, die die Eingangsstempel sozusagen belegen, was da an bestimmten Tagen für neue Erfindungen auf den Markt kommen, schlagartig um mehrere hundert Prozent höher, gegenüber anderen Tagen, wo es recht schleppend ist. Also das korreliert tatsächlich mit den Feldern, die wir uns nachher genauer angucken. Das heißt hier, wenn ich hier sage, die Krisen, die hier erstmal nichts weiter aussagen, als dass etwas von der Normalität abweicht und uns vielleicht bedroht, sind eigentlich nur Symptome. Ich denke, ich habe mir vorgenommen, den Hauptaspekt dieses Vortrags und meiner ganzen öffentlichen Arbeit in Zukunft darauf hinzusetzen oder dahin zu stellen, dass ich sage, alles, was im Außen ist, sind nur Aspekte dessen, die im Inneren eigentlich von uns bewertet werden. Das heißt, in Anlehnung des Höhlengleichnisses von Platon ist das, was im Außen passiert, eigentlich auch immer etwas, was eine Entsprechung hat mit unserer Grundhaltung, mit unserem Bewusstsein. Das heißt, wenn wir Krisen im Außen sehen, ob das die Klimakrise ist, ob das die Finanzkrise ist oder die medizinische Krise, ich möchte sie nicht alle aufzeichnen, sind das eigentlich nur Symptome, die aber eine Ursache haben. Und so wie wir das in der Medizin kennen, die Mediziner, wir haben einige davon hier, das weiß ich, wissen ganz genau, dass die palliative Medizin, nämlich die nur die Symptome bekämpft, eigentlich keinen wirklich nachhaltigen Erfolg erzielt hat. Es ist nicht möglich. Das heißt, hier wurde eben nicht primär auf den Schwerpunkt geguckt, wo kommt das eigentlich her? Und diese Ausnahmen gibt es, ich sehe sie gerade und fühle sie geradezu, dass in diesen Reihen genau solche Naturwissenschaftler sitzen, der Professor Erler ist, glaube ich, auch da, ich sehe ihn, richtig, Dr. Harry Lammers ist da. Das sind eben genau die Leute, die der Sache auf den Grund gehen und sagen, es muss eine Ursache geben, eine Herdforschung betreiben. Und so übertrage ich dieses medizinische Modell auch in den gesellschaftlichen Kontext und sage, dass die Krisen eigentlich auch nur Symptome sind. Wenn wir uns in der Bewertung und Ausdeutung der Krisen verlieren, dann sind wir im Grunde genommen verloren, dann haben wir es eigentlich selber damit schon abgeschrieben. Es ist wichtig zu erkennen, dass das eine Aussage ist, die getroffen wird von was auch immer, wodurch auch immer, die einmal für uns ganz persönlich eine Entsprechung hat. Zu einer Transformation, man kann auch von der Auflösung einer Polarität sprechen, gehören sozusagen die positiven und negativen Aspekte, die beiden Protagonisten, der Aspekt, der sich dann immer weiter in Ereignisdichte zunehmend diesem integrativen X-Punkt nähern. Da ist natürlich dann, dadurch, dass es komprimiert wird, die Ereignisdichte auch entsprechend hoch. Und es gibt dann irgendwann mal einen Punkt, wo das ganze System umschwenkt in diesen dissipativen Zustand, in den hochgeordneten Zustand. Wann der erreicht sein wird, entscheiden wir eigentlich alle selbst, jeder Einzelne von uns. Und dazu ist natürlich mit wichtig die Erkenntnis, nicht die pauschale und oberflächliche Erkenntnis, die nachhaltige Erkenntnis der Ganzheitlichkeit. Dass wir eben nicht nur wir hier sind oder ich hier und das andere ist dort außen, dieses Ego-bezogene. Im Altgriechischen ist Ego übrigens auch gleichbedeutend mit Edo. Also Ego ist das Ego-Ich und Edo ist hier. Also das ist interessant, dass diese Dinge da schon so zusammengefasst wurden. Also hier zu erkennen, die Ganzheitlichkeit, dass wir im Grunde genommen alle Aspekte eines großen Ganzen sind. Und dass wir die Ausdeutung der Oberflächlichkeit, ob wir unsere Instrumente, egal wie scharf sie auch sein mögen, nutzen, um letztlich die Ergebnisse von diesen Instrumenten als Messergebnisse zu bewerten und sagen, naja, ich erkenne da eigentlich gar nichts, was da zusammengehört. Das ist eben genau das, was ich am Anfang gesagt habe, eben nur der eine Aspekt. Ein Gedanke kann man nicht messen. Man kann einen Aspekt eines Gedankenvorgangs messen, aber ein Gedanke ist noch nicht gemessen worden. Und nach dem Prinzip erkennen, auflösen und befreien
verläuft auch hier so ein Prozess. Ich möchte jetzt nicht so pathetisch von Erleuchtung sprechen, aber letztlich wäre das gar nicht so abwegig, wenn ich sage, es ist letztlich relativ einfach. Indem ich erkenne, löse ich auf und befreie mich daraus. Dieser Erkenntnisprozess, den müssen wir uns natürlich erstmal hingeben. Wir müssen bereit sein, Dinge zuzulassen, die wir bisher über unsere Ausdeutung unserer Realität, unserer Welt nicht zugelassen haben, weil wir konditioniert sind. Niemand von uns ist nicht konditioniert. Ich hatte am Anfang das Beispiel mit den Neuronen gebracht, dass die Anzahl der Neuronen gar nicht so wichtig ist. Ich bringe folgendes Beispiel. Wenn ein kleines Kind geboren wird, so haben wir im Gehirn, im Schädelraum, im inneren Raum sozusagen noch keine Neuronen. Wir haben eine Gliamasse und aus dieser Gliamasse erwachsen sich die einzelnen Neuronen. Die sind erstmal noch nicht miteinander verschaltet. Und mit jeder einzelnen Erfahrung, Konditionierung, die ein Kind macht, wird eine entsprechende Verschaltung vorgenommen, dieser Neuronen. Das Bild, was ich hier anbiete, ist das Schulwissenmodell der Neurologie von heute, von Professor Singer angeboten, und das finde ich immer noch am beeindruckendsten. Dass also diese Verschaltung sozusagen die Ausdeutung unserer Realität ausmacht. Wenn diese Verschaltung anders wäre, dann würden wir unsere Realität auch anders wahrnehmen. Das ist zum Beispiel der Grund, weil jeder eine andere Vorgeschichte von uns hat, ich meine jetzt hier in dieser Inkarnation, hat auch jeder von uns, wenn wir alle hier, die wir hier sind, das kann man beliebig extrapolieren, was auch immer hier jetzt auf den Tisch stellen oder hier vorne postieren, jeder würde diesen Gegenstand oder die Sache oder das Ding anders wahrnehmen. Jeder. Ich glaube, am unmissverständlichsten ist es, wenn man sich vorstellt, man sieht das erste Mal im Leben eine Palme. Man wusste auch vielleicht gar nicht von der Existenz einer solchen Pflanze. Und wir nehmen jetzt mal zwei Leute, die so ein bisschen gegenteilig sind. Die eine Person ist verliebt und sieht das erste Mal eine Palme. Die gleiche Palme wird zum gleichen Moment von einer Person gesehen, die gerade depressiv ist, weil sie vielleicht gerade jemanden, den sie geliebt hat, verloren hat. Dann wird sich dieser Eindruck entsprechend anders prägen. Jedes Mal, wenn die Palme aufscheint im späteren Leben, wird sie anders ausgedeutet. Das kann man so jetzt hochrechnen, was ich damit meine, wie unsere Realität von uns einfach bestimmt wird, wie wir konditioniert uns erzogen wurden und haben und immer noch erziehen. Das heißt, die Ausdeutung unserer Welt ist schon mal von unserer neuronalen Verschaltung abhängig. Und hier ist es ganz wichtig, dass sowas erkannt wird, und da sind wir jetzt nicht auf Gedeih und Verderb dazu verbannt, einfach mal im Rahmen dieser Gedankenstrukturen, die hier sozusagen verschaltungsgemäß vorliegen, dass wir da nicht raus können. Das stimmt gar nicht, das ist ja das Schöne. Wir können tatsächlich durch Wiederholtes, oder ich nenne auch hier ich spreche ganz gerne von einer Verinnerlichung, über einen voller Inbrunst und Überzeugung beschlossenen, über den Willen geforderten oder aufgerufenen Entschluss, kann ich eine Umschaltung vornehmen. Das ist möglich. Wir kennen diese Beispiele negativ missbraucht in der Magie. Ich weiß nicht, ob wer sich damit auskennt. Es gibt ein Beispiel, was der Aleister Crowley gemacht hat. Der hat sich mit einer Rasierklinge zum Beispiel geschnitten und während dieses Schmerzvorgangs hat er sich ein bestimmtes Bild vorgestellt. Und in diesem Moment hat er sich mit diesem Bild, weil hier entsprechende Aktionspotenziale und Emotionen hochkamen, konnte er sich sozusagen mit diesem Bild eine Verschaltung aufbauen. Das ist Magie. Und ich denke, Magier sind wir alle und das müssen wir nicht gleich im Missbrauchbereich hineinlegen. Und jetzt geht es natürlich darum, die subjektiv gedeutete Welt, die sich daraus ergibt. Wenn wir also erkennen und akzeptieren, vielleicht überfordere ich da den einen oder die andere auch mit, aber bitte freundet euch damit mal an mit so einem Gedanken, dass wir das, alles, was wir wahrnehmen, ist ja eigentlich alles nur subjektiv. Nicht? Und was ist denn wirklich eine subjektiv gedeutete Welt? Was ist denn wirklich objektiv? Was ist wirklich da? Das ist die Urfrage der alten Griechen schon. Letztlich, hier steht es ja auch, unsere Welt ist das Produkt unserer Vorstellung. Und ich denke, das Beispiel weitergefolgt vom Kind her als Erwachsener und dann als Erwachsener sozusagen zum Erwachten wäre etwas, um es nicht allzu pathetisch auszudrücken, wie ich es eben getan habe, mit einer Transformation gleichsetzen. Ein Erwachter ist jemand, der erkennt, wer er wirklich ist, voll bewusst oder meinetwegen erleuchtet. Und wenn ihm Schopenhauer hier geschrieben hat, sein Meisterwerk, die Welt als Welle und Vorstellung, dann deswegen, weil er genau diese Dinge miteinander verbindet, den Willen. Bitte schön. Nicht einfach so, ich mache das mal. Ich will zum Ausdruck bringen, dass hier ein Schwellenwert, eine Menge, eine Quantität an Energieaufwand erforderlich ist, an Entschluss sozusagen,
um diesen Willen sozusagen einzusetzen für das entsprechende Bild, was man sich vorstellt, für den Wunsch. Da steht dann die Vorstellung für. Und unsere Welt ist letztlich genauso, wie sie ist, weil wir sie uns so gedacht haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir uns auch nicht für beklagen. Und wenn Immanuel Kant die Kritik der reinen Vernunft da ansetzt, dann meint er letztlich im Tenor auch genau das, was ich eben angedeutet habe. Unsere reine Ratio reicht dort nicht aus, um so ein System zu durchbrechen. Das hat man bisher nicht geschafft. Und ich denke, das ist eine seiner großen Leistungen, dass Immanuel Kant genau das eigentlich auf den Punkt gebracht hat, wie wichtig das ist, sozusagen auch die nicht rationalen Dinge, die intuitiven Dinge damit zu beachten und mit einzubeziehen. Darüber reden wir natürlich gleich ein bisschen ausführlicher. Und dass Burkhard Heim sozusagen diese vergleichende Logik erweitert hat, hier die Alternativlogik, darüber habe ich eben schon berichtet. Und ich möchte die Menschheit als Ganzes mit dem Gleichnis des verlorenen Sohns gleichsetzen. Ich hatte ein Gespräch vor anderthalb Jahren mit einem Bischof. Ich wusste nicht, dass er Bischof war. Das war in einer Hotelhalle. Wir hatten beide Verspätung, unsere Maschine hatte Verspätung. Er fragte mich, was ich so mache. Ich habe ihm erzählt, was ich vorhätte, über bestimmte Dinge zu schreiben, zu sprechen. Ich war gerade frisch nach dieser Information, dass in Hollywood einiges in Arbeit sei. Und dann hat er gesagt, auch wissen Sie, es hat so viele Zyklen gegeben, so viele Paradigmen gewechselt. Was soll hier an diesem neuen Zyklus denn schon anders sein? Das ist wieder irgendein neuer Zyklus. Da sehe ich nichts Großes an Veränderung. Und in dem Moment, wo er das so sagte, habe ich, ohne dass ich nachdachte, einfach etwas gesagt, worüber ich mich selber eigentlich erschrocken habe. Ich habe ihm gesagt, für mich ist das Bildnis des verlorenen Sohns, was ich übrigens nie verstanden habe, hierfür treffend. Ich habe das für unsozial gehalten, dass ein Vater sozusagen den Sohn, der treu zu Hause geblieben ist, abstraft, weil sein Fremdgegangener, also aus dem Haus entwichener andere Sohn oder Bruder, einfach dann irgendwann zurückkommt und der Vater dann sagt, Sohn, bereite bitte das größte Fest vor, dein Sohn, dein Bruder kommt zurück. Das fand ich irgendwie nicht so richtig fair. Mir ist das in dem Moment wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir letztlich genau das sind. Wir mussten uns sozusagen entfernen, ob wir nun Vater als Gott nehmen, wie auch immer, aber entfernen von unserem So-Sein. Ich denke, wir lernen eigentlich nur dazu, nämlich Erfahrungen zu machen im Außen, die wir nur machen können, wenn wir einmal wirklich uns aus dem Haus entfernen. Und dann aber bitteschön, das haben wir getan und auch oft verlaufen, in der Tat. Aber um bitteschön dann irgendwann mal, und deswegen hat der Vater auch gesagt, und er kennt das jetzt, er kommt ja zurück, nicht durch Androhung von Strafen, nicht durch Lockungen, durch große Erbschaften, wie auch immer, sondern freiwillig, weil er erkannt hat, wo der Vater ist, dass der Vater und er sozusagen eins sind. Er kommt zu sich selber eigentlich zurück. Das habe ich diesem Menschen erzählt, war selber erstaunt, das habe ich gerade erzählt, und überrascht, dass ich das so sagte. Dann stand dieser Mann auf, outete sich als das, was er ist, und er hatte Tränen in den Augen, der Mann war weit über 70, und wir haben uns umarmt. Ob das nun genauso ist oder nicht, aber ich denke, ich fühle es einfach so, dieses Beispiel, dieses, was auch damit verbunden ist, ist sozusagen das schlechte Gewissen, was man ja haben kann, unter dem Motto, was haben wir eigentlich mit dieser Welt angerichtet? Dieses Schuldgefühl, zu sagen, das habe ich getan, und diese alten Reflexionen, diese Konditionierung, die da reingehen, Schuld, und dem Motto, also ist ja eigentlich eine Ohnmacht, die da entsteht. Aber wenn wir erkennen bestimmte Dinge, das ist allerdings wichtig. Wenn wir nicht erkennen, dass wir das alles mit aufgestellt haben, was uns da gerade wehtut, diese Katastrophen, diese Kataklysmen, die gekommen sind und die wahrscheinlich noch kommen werden, etwas mit uns zu tun haben und wir sie auflösen, indem wir sie erkennen als das, was sie sind, nämlich Boten oder Aspekte dessen, was wir bisher nicht angeschaut haben. Und was wir natürlich auch vergessen haben, sind die Wertevorstellungen. Die Wertevorstellungen, die sogenannten Qualitäten. Die Sokrates damals in seiner authentischen Art natürlich so weit geführt hat, dass er auch den Schillingsbecher getrunken hat, den Giftbecher, weil er sagte, ich widerrufe nicht. Immanuel Kant hat widerrufen, er hat nur eine Erstausgabe genau diesen Satz reingebracht, über den ich gerade gesprochen habe. Es ist nur eine Erstausgabe drin, in allen alten Ausgaben übrigens nicht. Ich habe diese Erstausgabe, dieses spezielle Kapitel auch fotokopiert. Wenige glauben mir das. Aber es geht genau darum, Immanuel Kant hat widerrufen, unser Sokrates hat es nicht getan. Er war so authentisch, dass er auch gesagt hat, noch zu Lebzeiten natürlich,
ich werde überhaupt nichts veröffentlichen. Denn es gibt im Grunde genommen nur das gesprochene Wort, was lebendig ist. Deswegen möchte ich gar nichts schreiben. Und eigentlich auch gar nicht, dass etwas über mich geschrieben wird. Denn das Einzige, was im Hier und Jetzt ist, ist das gesprochene Wort. Das war eine der Grundaussagen von Sokrates. Und so sind die sokratischen Gespräche, nach ihm benannt, auch aufgestellt, dass im Gespräch sozusagen der Dialog stattfindet und der Austausch und die Erkenntnis dessen, was jeder Einzelne ist. So, und was mir am schönsten gefällt, ist das Höhlengleichnis von Platon, was er natürlich in Anlehnung an Bayern Schüler von Sokrates auch aufgestellt hat. Und ich sehe uns Menschen eben nicht nur als verlorener Sohn, sondern ich sehe uns noch viel wichtiger im Grunde genommen. Deswegen waren wir so lange verloren in der Höhle von Platon. Platon, ich mache das nochmal so, räume das nochmal auf, ich glaube, das wissen wir alle. Platon schreibt, die Menschen sind geboren in einer Höhle und sitzen auf einem Stuhl in einer Vorzugshaltung, sind sozusagen sogar fixiert und sehen nur in eine bestimmte Richtung und sehen die Schatten, aber erkennen sie nicht als das, sondern deuten nur die Schatten an den Wänden aus durch das Licht, Licht, was von draußen kommt. Da sie sich nicht umdrehen können, sehen sie nicht, was das Ding an sich, wie Immanuel Kant das später gesagt hat, ist. Die Tatsächlichkeit, das Objekt und halten das Subjekt für das Eigentliche. Das ist die Krux. Und so hat man sich verlaufen und so, Plato schreibt weiter, und selbst es würde jemand von seiner Fessel befreit. Aufstehen und nach draußen gehen und die Sache, das Licht wirklich sehen, das Ding an sich. Und wieder zurückkommen, es würde ihm keiner glauben. Ich finde das sehr treffend, aber das ist 200.000 Jahre her, nicht ganz. Und was wir jetzt gerade erfahren, ist, dass wir das Ganze nicht durch Platon erkennen. Es ist uns ja schon seit 200.000 Jahren angeboten. Wer hat es denn erreicht, eigentlich das Ganze umzusetzen, diese Grundbotschaft? Jetzt erreicht es uns, nicht weil ich es sage, sondern weil unsere Neurologien, unsere Neurochemie sich verwandelt. Unsere psychoaktiven Wirkstoffe werden aufgeschaltet, werden freigeschaltet. Ein Vorgang, über den wir gleich explizit natürlich genauer reden werden, über den ich reden muss. Insofern das Motto nochmal von einer Seite angegangen, Erwachen der Menschheit, wie könnte sowas aussehen? Wie ist sozusagen das Ding an sich oder der Ausgang der Höhle die Tatsächlichkeit? Für mich ist das hier die Wirklichkeit, die Dinge, die hier wirken, und die Tatsächlichkeit, so differenziere ich das, ist die eigentliche Sache. Wenn ich das nämlich erkenne, wenn ich draußen bin, das wäre das Finalergebnis, dann entsteht automatisch ein soziales Gefüge. Dann weiß ich nämlich, dass ich ein Aspekt von allem bin. Und da zieht sich das Ego automatisch dann in die hinteren Reihen zurück. Das ist ein Vorgang, der nur selbstverständlich ist, den man auch kennt, wenn man Probanden und Patienten beobachtet hat, die unter dem Einfluss von ganz bestimmten psychoaktiven Wirkstoffen standen, die sie selber durch Meditation zum Beispiel hervorgerufen haben. Und so geht es dann automatisch über diese eigenen Erkenntnisse. Eingeimpft wurde uns das ja schon ewig, aber wir haben sie ja nicht angenommen. Schauen Sie hier auch vor 2.500 Jahren, Konfuzius, Lao Tse, die beiden Antagonisten. Lao Tse hat ähnliche Grundaussage gehabt wie Sokrates. Es ging um Ethik, Konfuzius hat die Tugenden wieder aufgestellt damals. Es ging um Ethik, Würde, Humanität und Moral. Bitte, wo finden wir diese Attribute heute noch? Es gibt Parteien, es gibt Organisationen, die sich so nennen. Aber haben die mit der eigentlichen Botschaft, mit der eigentlichen Kernaussage noch etwas zu tun? Das gilt es natürlich, sofern wir das nicht wiedererkennen. Und bitte schön durch Selbsterkenntnis, nicht aufoktuiert durch was auch immer. Das haben Gesellschaften, das haben Religionen nicht wirklich geschafft. Das hat die Kirche nicht wirklich geschafft. Das haben Gesetze nicht geschafft, egal wie drakonisch sie aufgestellt wurden. Es geht über den Erkenntnisprozess, dass ich selber erkenne, dass ich großer Teil eines Ganzen bin. Und das Ganze ist eben über die Hingabe, die eben kein Fatalismus ist. Hingabe unterscheide ich zwischen Fatalismus gegenüber Fatalismus ganz erheblich. Fatalismus ist, alles soll so sein, ich kann sowieso nichts machen, das hatte ich am Anfang schon mal zum Wort gebracht. Und Hingabe ist etwas, was mit Gottvertrauen zu tun hat. Wo ich das Gefühl habe, eigentlich die Gewissheit, ich bin einfach, auch wenn ich falle, kann ich nicht unendlich fallen. Ich werde immer irgendwie aufgefangen. Und das läuft dann unter dem Motto, in dir ist das Licht, nicht im Außen. Egal wie viele Seminare Sie lesen oder wie viele Bücher Sie lesen und wie viele Seminaren Sie noch teilnehmen,
Das wird vielleicht das eine oder andere nochmal wiederholen und vielleicht ein bisschen intensivieren, aber es ist tatsächlich letztlich nur Ihr innerer Prozess. Sie wissen eigentlich schon selber alles. Es gibt nichts, was ich Ihnen Neues wirklich erzähle. Ich umschreibe, was ich erinnere, vielleicht ein paar Dinge, an ein paar Dinge, aber tatsächlich sind diese Dinge nicht wirklich, wirklich neu. Aber es geht darum, diese Aspekte anzunehmen, sie erkennen. Ich will sie Ihnen nicht aufs Auge drücken, um Gottes Willen. Bitte finden Sie sich selber darin wieder. Das kann ja alles völlig falsch sein, was ich da erzähle. Darum geht es ja auch gar nicht. Richtig und falsch sind immer nur Bewertungen. Es gibt nur, was ist. Da haben wir es wieder. Da ist nur das Subjektive da. Objektiv gibt es kein richtig und falsch. Nur die Bewertung. Jetzt kommen wir zur Naturwissenschaft. Der Bereich, wo ich schon andeutete, dass wir hier die Sonne haben als Hauptrhythmus oder als Haupteinflussgeber. Hier haben wir sie. Und die Sonne gibt die Ladungsträger hier ab, wenn sie gerade mal die Erde trifft. Hier unsere Ionosphäre. Und so klein ist die Erde dann selber. Natürlich ist sie nicht so dicht dran. Das sind 150 Millionen Kilometer dazwischen. Aber wenn die tatsächlich mit einer Geschwindigkeit von mehreren Millionen Kilometer pro Stunde hier unsere Ionosphäre treffen, dann gibt es hier Schwankungen im Erdmagnetfeld. Dann schwankt unsere Kompassnadel zum Beispiel. Und diese Modulation, diese Schwankungen kann man hier am Tagesgang auch sehr schön an der Veränderung auch der Schumann-Resonanzfrequenzen erfahren. Und so sehen wir uns mal eine Ursache an. Das zum Beispiel ist so eine, wenn die Sonne eine solche Explosion aufscheinen lässt, das hier ist die abgedeckte Scheibe hier, sonst wird das alles zu übersteuert, könnte man das nicht sehen. Das haben wir hier natürlich genauso. Und so haben wir hier einen richtig schönen koronalen Massenauswurf. Hier ist so eine und hier haben wir auch einen. Hier ist es recht kurios, hier sind wohl zwei Objekte in die Sonne geschossen und induzieren sozusagen oder rufen einen solchen Zustand hier hervor. Ja, so sieht das in etwa aus. Und wenn ein solches Feld hier, so wie wir es hier gleich sehen, sowas hier uns erreicht, hier auf der Erde, dann haben wir hier auf der Erde tatsächlich Stress. Und eines der bemerkenswertesten Bilder, die ich aus dem Internet gefischt habe, ist das hier. Ich wollte nicht glauben, dass die konservative NASA selber 1978 diese Grafik selber aufgestellt. Also wenn es nicht die NASA selber gewesen wäre, dann würde ich sagen, naja gut, das ist schon sehr waghalsig und sehr tollkühn, eine solche Behauptung. Dieses Bild zeigt, und der Text beschreibt es explizit, dass sozusagen Auf- und Untergänge von Kulturen korrelieren oder im Zusammenhang stehen mit den Carbon-14-Werten zum einen natürlich und vor allen Dingen mit den Sonnenaktivitäten. Das ist interessant. Und eigentlich nicht unbedingt verwunderlich, wenn man denen Rechnung trägt, was ich gerade angedeutet habe. Nicht wahr? So gibt es eine erweiterte Studie. Ich habe sie dabei, jetzt nicht als Lichtdarbietung, aber ich habe sie als Original sogar dabei, das heißt als PDF-Datei von der Federal Reserve Bank. Die hat eine Studie in Auftrag gegeben, Oxford University, weil sie feststellen wollte oder das Phänomen beschreiben, erklärt haben wollte, wieso an bestimmten Tagen die Börsenwerte völlig chaotisch durcheinander schwanken oder gerieten. Und so hat man festgestellt, dass tatsächlich gerade an den Tagen, wo ganz bestimmte geomagnetische Anomalien vorherrschten, auch die Stockwerte, also die Börsenwerte, deswegen durcheinander waren, weil die Leute einfach zu psychisch auffälligen wurden. Nicht wahr? Und diese Studie ist sehr beeindruckend. Aber das hier finde ich von der Konsequenz ja eigentlich noch beeindruckender, wenn man sich das hier anguckt. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Die endet hier, nicht wahr? Und jetzt kann man sich vorstellen, wo ist das jetzt der Bereich? Ist das eigentlich ja nicht unbedingt ein Schwellenwert? Entweder geht das hier runter oder es geht nach da. Darüber würde ich dann zum Schluss noch was sagen. So, dass unser Gehirn, unsere Neurologie natürlich ganz direkt hier angesprochen wird, und zwar ist es ja letztlich unser Ausdeutungsorgan, nicht wahr? Also nur über unser Gehirn, über unser aktives Gehirn und über unser waches Gehirn nehmen wir ja überhaupt diese Welt wahr. Insofern sind diese Einflüsse oder die Einflüsse ganz bestimmter elektromagnetischer Felder ja so wichtig, was unsere Psyche angeht, unsere geistige Stimmungslage und Stimmungsschwankungen. Jetzt sehen wir erstmal hier die Veränderung der Erdmagnetfelder der letzten 500 Jahre. Wir sehen, dass sich das hier farblich zugeordnet auch um Intensitäten handelt, wobei jetzt weniger die Intensität als solche hervorzuheben wäre. Ich kann natürlich sagen, dass sie sich in diesen Hauptregionen hier ganz erheblich abgeschwächt hat. Grün ist hier, warten Sie mal, wie geht das da? Es ist ein sehr geringer Bereich und das ist hier ein sehr hoher Bereich.
Wir haben damals Versuche gemacht, 1983 bis 86 an der Universität zu Lübeck. Das ist übrigens Herr von Klitzing dort rechts und ich glaube, ich liege da gerade in der Trommel drin. So haben wir EEG-Untersuchungen gemacht und haben natürlich befeldet mit diesen nicht thermischen im Pico-Tesla-Bereich, also eine Feldstärke, die ist im Grunde genommen völlig vernachlässigbar. Ein elektrisches Feld im Nanowatt-Bereich, nicht wahr, bei 150 Megahertz und dann eine Modulation von 8 bis 10 Hertz eingesetzt und haben dazu Probanden eben reingeschoben, und um die Statistik aufzubauen, und festgestellt, dass die ganz erheblich beeinflusst werden. Hier haben wir zum Beispiel dieses Ergebnis aus dem Versuch bei Katem, Ziebergeige, was ich vorhin erzählte, was da passierte. Eine hohe Aktivität am Neokortex, also hier am Frontallappen, das ist sehr interessant. Und zwar eine Aktivität, die teilweise bis auf 500% höher gegenüber normal ist. Hier im vorderen Stirnlappen nehmen wir unsere Realität überhaupt wahr. Das ist unser Zustandsbereich sozusagen, unsere Örtlichkeit, wo wir unsere Wahrnehmung, unsere Assoziation aufbauen. Jetzt schauen wir uns so ein Ergebnis mal an, damit ich auch so ein bisschen aus der Praxis reden kann und nicht nur theoretisieren. Also das sind die Faktorergebnisse zum Beispiel. Hier wurde ein Proband befeldet, das ist auffällig gegenüber allen anderen Patienten oder Probanden. Kontrolle vorher und dann wurde hier nochmal pausiert, hat man eigentlich eine Abschwächung erfahren. Und nach der zweiten Kontrolle, nach der zweiten Befeldung, hat man eine Steigerung gegenüber dem ersten erfahren, wie man hier sieht. Hier liegen wir aber nicht ganz 40% da und kommen dann auf diesen Wert nicht ganz 100% hoch. Das sind erstmal für Laien nicht so interessante Ergebnisse. Wichtiger wären die Ergebnisse, in welchen Arealen vollzieht sich das, mit welcher Qualität und Quantität. Aber ich möchte das nicht zu sehr ausarten lassen in einem Fachvortrag, sondern ohnehin erstmal die Highlights beschreiben. Und so hat mir hier der Chef der NASA-Forschung, Professor Heilberg, seinerzeit, das ist nicht nur für mich gegeben, ich habe das zwar bekommen, ich habe es auch im Zimmer oben als Original noch, aber das ist auch veröffentlicht worden und zitierfähig, sozusagen die Korrelation zwischen geophysikalischen, also erdmagnetischen Veränderungen, die durch die Sonne, aber eben nicht nur durch die Sonne, dazu komme ich gleich drauf, hervorgerufen wurden, und den Halluzinationen und Auslösen von Epilepsie. Das ist eine sehr beeindruckende Studie, wie ich denke. Und eine der interessantesten Studien in diesem Kontext ist bereits 1967 durchgeführt worden. Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie unter der Leitung von Professor Weber. Die kenne ich noch sehr gut, auch privat. Wir haben zusammen damals ein kleines Projekt gemacht. Und da ist Folgendes passiert. Sie alle können wahrscheinlich sich noch erinnern, wann Juri Gagarin das erste Mal im Weltall war. Und diese Zeit, die Sowjets waren also die Ersten. Und die US-Amerikaner wussten, dass sie da oben Probleme hatten. So weit waren die schon informiert. Über diese Probleme hat man natürlich nicht gerne geredet, speziell die Verursacher nicht, also die Russen selber nicht. Aber sie hatten Probleme, weil die Kosmonauten oben, so nennen die sich, die Astronauten sind die amerikanischen Raumfahrer, waren auf einmal psychisch auffällig. Die waren aggressiv, sie wichen von ihrer Konzentrationsfähigkeit erheblich ab. Stimmungsschwankungen ausgesetzt, Schlafmuster war extrem verändert. So wollte man wissen, woran liegt das? Man hat damals festgestellt, dass sie natürlich das Erdmagnetfeld und die Schumann-Resonanzen, wahrscheinlich auch die Spherix, also die Atmospherix, natürlich dort nicht haben. Die werden ihnen eben nicht angeboten. Und in dem Moment, wo man eben diese Felder künstlich hergestellt hat, durch Generatoren, hat man diese Kosmonauten auch wieder stabilisieren können. Das war natürlich Geheimforschung. Und da die Amerikaner das aber geahnt haben, dass da irgendwas nicht stimmt, hat man einen Auftrag erteilt. Diese Auftragsnummer steht hier unten sogar drin. Das kann man überprüfen, was ich da sage. Die hat es nämlich finanziert und wollte wissen, wie geht es Kosmonauten oder in diesem Fall der Astronauten unter ähnlichen Bedingungen, die hier auf der Erde eben durchgeführt werden, wenn sie sich aber sonst im Weltall aufhalten würden. Insofern waren das magnetisch und elektrisch abgeschirmte Räume. Mu-Metalle, also magnetisch und durchlässige Räume. Ich kenne diese Ergebnisse nur zu gut, ich kenne da auch einige Probanden von. Ganz außergewöhnliche Ergebnisse kamen da zustande. Also die ganze Chronobiologie ist damit involviert. Chronos, also von zeitlichen Rhythmen, die ganze körpereigene Rhythmologie wurde hiermit beeinflusst. Und zwar insofern abweichend
von dem zirkadianen, also körpereigenen Rhythmus, den man sonst hatte. Das war interessant. Also eine eigene innere Uhr, die sonst konstant war, wenn sie am Erdmagnetfeld kalibriert wurde, das brauchen wir offensichtlich, wenn das Magnetfeld nicht mehr als sozusagen Kalibrierungseinheit angeboten wird, dann weicht das biologische System einfach ab und sucht irgendeinen anderen Rhythmusgeber. Interessant ist, wenn zwei Frauen zum Beispiel im gleichen Raum, immer noch abgeschirmt, sich über längere Zeit aufgehalten haben, haben sie die gleichen Menstruationszyklen angenommen. Nicht? Das ist doch auch eine interessante Geschichte. Hier soll nur zum Ausdruck gebracht werden, wie wichtig bestimmte Felder, eben Magnetfelder für uns sind und die Schumann-Resonanzfrequenzen. Und auch noch ist natürlich etwas passiert, die psychische Wahrnehmung der Zeit hat sich ganz erheblich verändert. Eines der für mich spektakulärsten Ergebnisse war eigentlich das, dass man natürlich auch nachweisen konnte, dass sich hier die Neurochemie bei diesen Probanden verändert hat. Melatonin zum Beispiel, Serotonin zum Beispiel, Dopamin zum Beispiel. Darüber werden wir gleich noch was hören. Aber was hier sich verändert hat, ist die Wahrnehmung von Zeit. Die Probanden drinnen hatten keine Chance, die Zeit wahrzunehmen. Sie kriegten keine Uhr oder sie hatten keine Uhr. Sie hatten auch keine Zeitung, die sie hätten bedient werden können. Sie haben nur Nahrung zu sich genommen, wenn sie eine bestimmte Taste gedrückt hätten. Dann konnten sie wählen. Und ansonsten hatten sie überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Wenn sie müde waren, konnten sie schlafen und das Licht ausgeschaltet haben und so weiter. Und jeder hatte in seinem Raum eine bestimmte Taste, die er drücken konnte, um den Versuch abzubrechen. Und so gab es Fälle, wo jemand abgebrochen hat. Das ist nämlich mal ein stellvertretendes Beispiel dafür. Wurde diese Taste gedrückt, die Probandin, in diesem Falle eine Frau, wurde als erstes gefragt, das war alles so standardisiert, was meinen Sie, wie lange Sie da jetzt drin waren? Naja, ich würde das nicht so herauszögern, wenn das nicht was Besonderes wäre. Die Frau war in Wirklichkeit 3 Wochen drin und war der Meinung, sie sei gerade 3-4 Tage drin. Wich also ganz erheblich ab. Also wie subjektiv das doch tatsächlich ist. Nicht? Also wir kennen alle das Gefühl, davon gehe ich mal aus, wenn wir uns vornehmen, morgen zum Beispiel um 7 Uhr oder um 6 Uhr wach zu werden, weil wir gerade keine Uhr haben, dann schaffen wir das auch. Ist auch interessant, wie wir das hinkriegen, aber wir schaffen das. Das alles geht dort nicht mehr. Auch interessant. Und warum erzähle ich das? Weil eben genau dieses zum Tragen kommt, was zunehmend die Kosmonauten schon erfahren haben. Und hier, diese Probanden hier, sind Dinge, die zunehmend uns hier berühren. Wir werden quasi zu psychisch Auffälligen durch die Schwankungen des Erdmagnetfeldes und das abgeschwächte Erdmagnetfeld. Melatonin, ich möchte Sie hier nicht mit neurochemischen Formeln oder Wirkstoffen belästigen, aber ich denke, Sie haben alle schon mal von Melatonin und Serotonin gehört. Ich mache das mal ein bisschen einfach. Das, was uns im Schlafzustand sozusagen hält und auch den Schlafzustand generiert, ist der Wirkstoff. Es ist ein Tryptamin und es ist ein Neurotransmitter, Melatonin. Mit einkehrender Dunkelheit schüttet unsere Epiphyse oder Zirbeldrüse vermehrt Melatonin aus, es setzt sich der Zustand der Müdigkeit dann weiter fort, wir schlafen ein und dann gibt es die weiteren Neurotransmitter, über die ich gleich reden werde. Aber vorher, wenn wir zum Beispiel wach sind, wie jetzt im Tagesbewusstsein, herrscht ein ganz anderer Neurotransmitter vor, das ist zum Beispiel Serotonin. Wenn wir sehr viel Serotonin im Körper haben, unser neurochemisches System damit angeboten bekommen, sind wir gut gelaunt, vielleicht sogar in Ekstase, haben wir sehr wenig davon, Defizite, auch Dopamin in diesem Falle, dann sind wir depressiv. So korrelieren diese Dinge, die Defizite der körpereigenen Produktion dieser Wirkstoffe, auch mit elektromagnetischen Feldern, ganz speziell mit geomagnetischen Feldern. Weil man festgestellt hat, dass die Auffälligkeit, die Aufnahmequote in psychiatrischen Anstalten an bestimmten Tagen um mehrere 100% höher ist. Und das waren eben genau diese mit ganz bestimmten geomagnetischen Anomalien. Und man hat sich die Gehirne angeguckt, respektive die Neurochemie so ein bisschen genau, und festgestellt, dass die also ein erhebliches Defizit an Serotonin und an Melatonin hatten. Jetzt haben wir hier so eine solche Studie von Dr. Friedmann damals Chefarzt, dem das als erster auffiel, schon in den 70er Jahren übrigens. Die Aufnahmezahlen von Schizophrenen, auch hier und manisch-depressiven, das ist jetzt nicht gleich die Einlieferungsquote in die Psychiatrie, aber das korreliert eindeutig mit den sogenannten Magnetstürmen. Für mich ist das klar. Wissen Sie, ich könnte Ihnen jetzt 2 Tage lang nur über diesen Wirkungsmechanismus erklären. Ich habe 30 Jahre Vorsprung. Ich habe da drin 30 Jahre gearbeitet und tue es immer noch. Ich bin ja eigentlich nur
Schreiberling geworden aus gegebenem Anlass. Aber das ist eigentlich gar nicht so sehr meine Aufgabe, dachte ich. Die eigentliche Aufgabe ist die hier, die Ausdeutung und Erforschung dieses Phänomens. Und hier sehen wir eine sehr aufschlussreiche Tabelle, die Korrelation zum Beispiel von ganz bestimmten Feldern, das sind in diesem Falle hier die sogenannten Spherix oder Atmospherix, die ich jetzt mal so ein bisschen salopp aus zeitlichen Gründen nicht näher erkläre. Ich sage nur so viel, durch unsere Ionosphäre, unsere Schutzschicht sozusagen von oben, Ionen, sagt diese Vokabel schon, durch die Ionen, Ladungsträger aufgestellt und dem Erdboden ist natürlich eine Spannung, die dort entsteht. Diese Spannung variiert natürlich dadurch, indem entsprechend mehr oder weniger Ladungsträger aus dem Kosmos darauf einwirkt. Und so, wenn es ganz bestimmte Schwellenwerte gibt, dann gibt es einen Kurzschluss, das kennen wir auch, und dann gibt es Blitze, die kennen wir auch. Und Blitze haben die Eigenschaft, dass sie elektromagnetische Sender sind und diese Sendesignale sind elektromagnetisch auch hörbar, messbar. Wir kennen das immer dann, wenn wir im Radio hören und irgendwo blitzt das, dann knackert es. Und über die Reflexion wird zum Beispiel überall auf der Welt statistisch blitzt das immer irgendwann mal, wird das Ganze reflektiert. So haben wir immer eine ganz bestimmte statistische Zahl, die zwischen 15 und 10 kHz und 25 kHz variiert in der Intensität und in der eigentlichen Frequenz. Und so kann man feststellen, dass wenn ganz bestimmte Atmospherix auftreten, wer kann erkennen bis hinten, was da oben steht? Beschwerden von? Es korreliert interessanterweise schon ganz kurz vorher, das ist hier der Tag, ein Tag vorher, zwei Tage vorher, drei Tage vorher, entsprechend dahinter. Das ist hier sehr signifikant, das ist die Statistik hier, da die Ausdeutung dazu. Also Beschwerden von Phantomschmerzen, Verkehrsunfallziffer und so weiter. Ich will das nicht alles vorlesen. Das sind Dinge, die sind schon lange, lange bekannt. Die Arbeiten von Professor König von der Technischen Universität München sind legendär und ich empfehle jedem, der sich damit auseinandersetzen möchte, das Buch Unsichtbare Umwelt von Professor König, der ja der Nachfolger von Professor Schumann ist. So, insofern sind wir natürlich miteinander verbunden über das, wie Robert Sheldrake das so schön sagt, morphogenetische Feld. Morphogenetische Feld, ich übernehme mal diesen Begriff so, wie er es beschreibt. Wenn wir bisher über diese Dinge gesprochen haben, elektromagnetische Felder am Hochfrequenzbereich und Niederfrequenzbereich, dann sind die geomagnetischen Felder auch dazu, sofern das Wechselfelder sind. Die statischen Felder würden noch extra dazukommen. Aber damit kommunizieren wir, das kennen wir. So kommuniziert zumindest unser elektrotechnisches System. Aber wie kommuniziert ein Mensch? Außerdem, dass er natürlich sich über seine Sprache ausdrücken kann oder auch Körpersprache. Das tut er offensichtlich nicht messbar. Wir sehen zwar Gehirnaktivitäten im Gehirn, aber wir sehen nicht, was da wirklich rauskommt. Wir können die Gedanken, wie ich schon sagte, nicht wirklich sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir das hier, was hier so hochgedeutet wird, sozusagen das aus unserer Raumzeit herausgenommen wurde oder herausgenommen ist. Das, was hier abläuft, ist sozusagen nicht im Rahmen der Entropie, sondern das ist ein Zugangsbereich im Hyperraum, dem der Negentropie zugeordnet ist. Und an der Stelle ist ganz wichtig, auch zu erkennen, dieser Bereich, dass unser Bewusstsein, unser Tagesbewusstsein, nur ein ganz, ganz kleiner Bereich ist von der Tatsächlichkeit. Also ich nehme mal das Beispiel, das ist eines der vielen Beispiele, unsere gesamten Sinnesorgane, also unsere Sinneszellen sozusagen, nehmen ein Verhältnis auf, nehmen ungefähr 40 Milliarden Bits pro Sekunde auf, sämtliche Sinnesorgane. Eine erschreckend große Zahl. Ob sie genauso ist, weiß ich nicht. Ich habe sie entnommen, ein Fachbuch. Und das, was wir ausdeuten als unsere Realität, das, was wir wirklich wahrnehmen, was ankommt in unser Tagesbewusstsein, als diesen Moment hier und jetzt, sind nur, was steht da, 30 bis 50 maximal Bits pro Sekunde. Und nicht 1000 oder Milliarden, sondern es ist sehr wenig. Das soll zumindest zum Ausdruck bringen, dass da viel, viel mehr ist. Und jetzt in diesem Moment, als das, was wir sehen, messen und anfassen können. Nicht wahr? Also indirekt können wir es dann schon messen, aber das ist eben das, was wir als einziges ausdeuten, als unsere Realität, unser Tagesbewusstsein, das Ich. Und insofern ist das ein fließender Übergang über den persönlichen, unterbewussten Zugang und den kollektiven Zugang, der nach oben natürlich offen ist oder nach unten in diesem Falle, wie oben und unten ja beliebig austauschbar. Und alles zusammen ergibt ein Selbstbild.
Ja, so kann man sich das am besten vorstellen. Und ich finde, das ist auch ganz interessant und auch ganz wichtig, dass ein Bergson, ob er nun dafür den Nobelpreis gekriegt hat, glaube ich nicht, aber Professor Bergson hat zum Beispiel rausgekriegt, dass nach ihm auch benannt ein Filter dafür aufgeschaltet wird, automatisch. Da muss ein System in uns selber selektieren. Denn wenn wir alle Signale gleichzeitig aufnehmen würden, allein diese Anzahl erschreckend, würden wir natürlich eine Sinnesüberreizung im eigentlichen Sinne erlegen, wir würden durchdrehen. Geht nicht. Es geht aus dem Grunde nicht, weil wir nämlich in dem Moment nicht, wenn wir in den Gedanken hineingehen, wenn wir eine Sache bewerten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Sozusagen, wir sind eigentlich niemals im Hier und Jetzt, wenn wir in unseren Gedankenprozessen drin sind. Wir sind aus dem Hier und, oder im Hier und Jetzt und aus den Gedanken, wenn wir sozusagen uns als innere Beobachter diesen Prozess hingeben. In dem Moment, wo wir anfangen zu denken oder zuordnen, sind wir draußen. Also diese Selektion würde ich ganz gerne auch mal als Übung anbieten. Ich habe das einmal gemacht in der Frankfurter Uni. Und da waren es ungefähr so 700 Leute und das war sehr bemerkenswert. Am Anfang hat sich kein Mensch vorstellen können, zwei Hände waren da vielleicht oben, dass das überhaupt geht. Die Philosophie verbietet das sogar, dass sowas geht. Dass es sowas wie ein höheres Selbst wirklich gibt. Wir haben das wirklich versucht, wir haben das mit Erfolg auch abgeschlossen, dass zumindest ein Drittel der Beteiligten die Hände gehoben haben, weil sie meinten, sie hätten das erreicht, durch eine bestimmte Methode, sich selber wahrzunehmen, während sie jetzt gerade sagen, reden, denken, was auch immer tun. Das geht, das kann jeder. Und ich denke, da sollten wir zumindest mal hindenken, damit wir uns da sensibilisieren. Geist und Materie, Geist over Matter, wie man so schön sagt, das ist natürlich der Bereich, der jetzt für uns alle hier nicht mehr neu ist. Dieses Bild veranschaulicht das nochmal so. Alles das, wo wir unsere Aufmerksamkeit hindenken, machen wir sozusagen scharf. Das sind die Dinge, die Schrödingers Katzenbehältnisse sozusagen, die wir als unsere Realität wahrnehmen, die wir einfach so dahin denken. Und insofern sollte man auch mal drüber nachdenken, was man einfach so dahin denkt. Da spreche ich ja sehr oft auch ganz gerne von Gedankenhygiene. Nicht wahr, wenn man sich alleine vor ein Fernsehgerät heutzutage setzt, und das nimmt ja offensichtlich zu, und sich was auch immer heute bitte anbieten lässt und das als das auch noch verinnerlicht mit Emotionen, was verstärkt das ja noch? Sind wir in dem Moment eigentlich Realitätsverstärker? Nämlich dessen, was da gerade uns angeboten wird. Und da rufe ich zumindest auf, das jeder für sich zu hinterfragen. Das ist hier kein Aufruf gegen Fernsehen, um Gottes Willen. Aber bitte sich die Qualität aussuchen, was man sich da gerne anbieten möchte. Und genau auch, das überträgt sich auf alle möglichen Medien auch. Oder Gedanken. Wenn ich mir ein Gespräch anhöre in einem Wartezimmer, einer Praxis, dann bin ich automatisch in diesem Kontext mit drin. Und es gibt wunderschöne Aufnahmen, kardiologische Aufnahmen und EEG-Aufnahmen, die auch über das Kreislaufsystem dargeboten werden, wo ich erkenne, wenn lange ein solches Gespräch, ich bin gar kein Betroffener, ich habe ein völlig anderes Krankheitsbild, bin in der Wartesaal einer Praxis, höre mir diese Gespräche an, lasse sie auf mich einwirken, ich nehme diesen Aspekt schon mit an. Aber das ist eigentlich nichts Neues für Sie. Das soll nur zum Anregen dienen, das mal bitte zu hinterfragen, was Gedankenhygiene für jeden Einzelnen sein kann. Ich habe davon gesprochen, dass das, weil wir ja Gedanken sozusagen nicht messen können. Wir können die neuronale Aktivität messen, das können wir tun. Wir können auch die Neurochemie messen, die mit bestimmten Prozessen zu tun hat. Aber wir wissen nicht, was wirklich dieses Agens sozusagen ist, was eben nicht messbar ist. Das ist daraus zu erklären, dass wir hier in unserem Raumzeitgefüge Länge, Breite, Höhe, also unsere Bühne des Lebens, die ja Zeit erfordert oder Zeit sozusagen in Anspruch nimmt, um ein Ereignis auftreten zu lassen. Dieses ist eingebettet in einem zwölfdimensionalen Raum. Insofern haben wir das Ganze hier bisher für alles gehalten und das Ganze ist aber eingebettet in einen ganz großen Hyperraum. Und hier habe ich jetzt mal aufgehört und gesagt, hier ist mal der Prozess unserer Gedanken abgelegt. In der fünften und sechsten Dimension. Das Ganze verläuft hier über sogenannte Aktivitätenströme, so wie Burkhard Heim das so schön beschrieben hat. Und diesen Ausdruck habe ich mir dann auch hier diese Grafik aufgebaut. Ja. Und was hier Aktivitätenströme sind, bootet sozusagen, so könnte man das in der Computersprache nennen, immer quasi sehr schnell hoch in einer affenartigen Geschwindigkeit, immer zum Hyperraum und wird hier abgelegt und zugeordnet.
Und so muss man sich das in etwa vorstellen. Das ganze Sein, nicht wahr? Nicht nur das kosmische, geistige, materielle, ganzheitliche Sein ist sozusagen eingebettet in einen zwölfdimensionalen Raum. Wobei wir hier diese Räume haben, Länge, Breite, Höhe, unsere Geometrie. Wir haben hier die Zeit, den zeitlichen Aspekt. Das ist hier der Raumzeitbereich, Minkowski-Raum. Und so haben wir die eben schon aufgezeigten 5- und 6-Dimensionen. Das sind die Organisationsräume. Die laufen schon in einem anderen zeitlichen Rückfluss, nämlich genau entgegengesetzt. Was hier entropisch ist, ist dort negentropisch. Zeit rückläufig quasi. Und von hier aus geht es direkt hoch. Und hier ist außerhalb einer jeglichen Zeitlichkeit, hier ist das ewige Jetzt. So werden ganz leidenschaftslos, ich betone das, leidenschaftslos, Informationen, die hier gesammelt werden, abgelegt in diese Dimension. Insofern ist ein postmortaler Zustand oder überhaupt, wenn man so will, ein Leben nach dem Tod, natürlich ist man erklärungsbedürftig, was ist Leben? Nicht wahr, das leibliche Ableben und so weiter. Auf dem Aspekt der geistigen Dimension hier immer noch vorhanden. Ewiglich, weil das ist keine Zeit hier. Also diese Aspekte sind dann noch übergeordnet, weil das ja nur die Informationen sind. Ein Lebewesen macht ja keine Informationen alleine aus, bedient sich ja nur der Information, wenn es dann möchte, aber hat ja hier diesen Aspekt des höheren Selbst. Das wäre der Beobachter hier, den wir aktivieren können. Das wäre das höhere Selbst, das wäre die Seele und das wäre alles, was ist, zusammen vereinheitlicht. Ein ganz, ganz grobes, sehr vereinheitlichtes Beispiel. Ich habe über 20 Jahre gebraucht, um überhaupt nachvollziehen zu können, was Burkhard Heim damit zum Ausdruck bringen wollte. Es gibt andere, die haben noch länger gebraucht, einige haben nicht ganz so lange gebraucht. Aber Burkhard Heim ist das tatsächlich sehr früh schon gelungen, das Ganze auch objektivierbar. Zwar das mit dem Leben nach dem Tod ist recht schwierig, aber er hat dieses Modell sozusagen etlichen Überprüfungen oder Überprüfungen unterzogen. So hat er zum Beispiel seine Formel auch, seine Massenformel eingegeben in DESY, also Elektronenteilchenbeschleuniger, und rausgekriegt, dass ich glaube auf die 6., 7. Dezimalstelle alles genauso stimmte. Sein Modell scheint offensichtlich wirklich zu funktionieren. Vor allen Dingen ist es relativ logisch. Es ist so, dass die NASA und nicht nur die NASA natürlich öfter schon, gerade im letzten Jahr, in diesem Jahr waren sie sehr vorsichtig, seitdem der Emmerich-Film draußen ist, Warnungen ausgerufen hat und die auch verstärkt hat und auf 2012 hingewiesen hat. Also die NASA bezieht sich mit Sicherheit nicht auf Datenerhebung der Maya, sondern sie schlussfolgert, weil sie die Sonne natürlich beobachtet durch Satelliten und natürlich Messergebnisse vorliegen hat der letzten Jahrhunderte von Sonnenaktivitäten. So weiß man natürlich sehr genau von einem Zyklus von 11,2 oder 11,3 Jahren, wo sozusagen die Sonne Aktivitätsmaximum oder Minimum durchläuft. Und so gibt es andere Zyklen, die übergelagert sind, wo das eben zu größeren Aktivitäten kommt. Und dieses ganz große Ereignis, was wir 1856 letztes Mal hatten, dieses Carrington-Ereignis, wenn wir das wiederfinden würden in der Jetztzeit, in der Gegenwart, dafür spricht so einiges, dann würde Folgendes passieren. Also man kann das eigentlich nur andeuten, aber damals ist zum Beispiel Folgendes passiert, da gab es Elektrizität natürlich noch nicht, in dem Sinne, wie wir es kennen, aber da sind an den Tagen sämtliche Telegrafen, Masten, Leitungen natürlich durchgeschmort. Und das Papier angeblich, so zitiere ich original auch dpa und Reuter, fing sogar in den Telegrafenanlagen an zu brennen. So, die Sendung, die dann folgte oder freigegeben wurde von aus der Serie Perfect Disaster von Prof 7, befasste sich mit diesen Naturphänomenen explizit. Die Sendung ist vor 4 Jahren gesendet worden und man kann sie, glaube ich, heute noch im Netz abladen. Da hat man den Chef vom Deutschen Katastrophendienst von der Universität Kiel oder vom Ministerium Kiel, der an der Universität tätig ist, dort befragt. Ebenso einige Experimentalphysiker, Astrophysiker und Heliobiologen, was das bedeuten kann, wenn dieses Ereignis wieder eintritt und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Ereignis eintritt. Da hat man rausgekriegt, man hat das unter Laborbedingungen, wie man so schön sagt, nachgestellt, was das hier bedeutet mit unseren Transformatoren, dass die Transformatoren dann sozusagen sich kurz schließen und die großen Transformatoren, vor allen Dingen der Energieversorgerinstitute, da ausfallen würden, und zwar für Zeiträume von mehreren Jahren. Diese Ausgabe der Veröffentlichung erfolgte im Spektrum der Wissenschaft im letzten Jahr. Und hier wird darauf hingewiesen, auf dieses Ereignis 1859,
Und dann kommen dann hier die Beispiele dazu, wie das in etwa aussehen wird. Und wer sich ein bisschen auskennt mit den Publikationen aus der Naturwissenschaft, weiß, dass die Ausgabe, die deutsche Ausgabe von Science ist, eine US-amerikanische Fachzeitschrift. Das ist also nicht Bild der Wissenschaft oder nicht PM, sondern das ist schon was relativ Konservatives und die wissen genau, worüber die hier schreiben, diese Leute. Das ist in diesem Jahr nicht mehr veröffentlicht worden. Die NASA hat auch ihre Warnrufe nicht wiederholt. Die britischen Regierungsvertreter, nicht nur diese Schlagzeile, die ich eben hier angeboten hatte, sondern eben auch andere Regierungsvertreter, Minister zum Beispiel, haben darauf hingewiesen, dass das Thema völlig verschleppt wird, eigentlich wir gar nicht informiert werden und man sich wundert, warum hier so wenig Gegenmaßnahmen erfolgen. Was heißt das? Welche Gegenmaßnahmen? Welches Ereignis? Was wir hier sehen, hat auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit der Sonne zu tun. Wenn wir uns gleich nochmal genauer anschauen, dass das vielleicht doch mit der Sonne zu tun haben könnte. Das hier ist natürlich der letzte Ausbruch. Island, Vulkanausbruch. Ich finde ein sehr wunderschönes Bild hier, sehr eindrucksstark. Aber tatsächlich ist Folgendes, die Sonnenaktivitäten, so rechnet man hoch, so hat die NASA hochgerechnet, das machen die Russen ganz genauso, sagen, dass wir im nächsten Zyklus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wesentlich höhere Aktivitäten vorfinden werden als beim letzten Zyklus, wobei der schon sehr beachtlich war. Insofern werden diese Warnungen ausgerufen und ich verfüge über 30 dpa- und Reuter-Artikel, die auch zu verschiedenen Zeitpunkten und in verschiedenen Blättern veröffentlicht wurde, ausschließlich nur zum Thema 2012 oder eben 2013, da richtet man den Mai jetzt ein bisschen hoch, einige sagen, es ist nicht genau das Jahr 2012, so wie wir auch nicht sagen können, am 21. Juni ist Sommeranfang, das wissen wir zwar kalendarisch, aber an dem Tag ist nicht sichergestellt, ob wir wirklich Sommerbedingungen haben. So variiert man da ein bisschen, natürlich ist das auch gar nicht enger einzugrenzen. Wichtig ist dabei zu behalten, dass wir einem größeren Aktivitätszyklus entgegensteuern, den wir jetzt erstmal so nicht erkennen können. Die Sonne scheint vordergründig relativ inaktiv, aber Phänomen ist, dass hinter der Sonne, was erst zu erkennen ist durch die beiden Stereosatelliten, die heißen tatsächlich so, von der NASA, kann man also sehen, was von der Erde aus betrachtet hinter der Sonne sich abspielt und stellt unter anderem extreme Aktivitäten fest. Und man wundert sich, warum das auf der Hinterseite passiert und eigentlich auf der Vorderseite nicht abspielt, weil sich ja im Grunde genommen das Ganze auch mal drehen müsste. Wir müssten also, was hinten ist, irgendwann auch vorne sehen. Sehen wir aber nicht. Deswegen dieser große Aufwand mit einem Doppelaugensystem sozusagen, das auch noch zu betrachten, was hinter der Sonne los ist. Das sind die Phänomene. Tatsächlich sind das diese Erdbeben oder diese Solarbeben oder kosmische Beben, hast du gerade vorgelesen, die sozusagen aus dem Kosmos kommen. Keiner kann die Örtlichkeit zuordnen, also man weiß nicht genau, wo sie herkommen. Es gibt Vermutungen, einige sprechen aus dem galaktischen Zentrum, sollen sie kommen, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass sie da sind und dass sie sozusagen die Sonne von uns aus gesehen von hinten beschallen, ja, oder beeinflussen und die Sonne dadurch zu ganz großen Aktivitäten animiert. Das tut sie. Die Sonne ist von vorne gesehen, von uns aus gesehen, mit so gut wie überhaupt keinen Sonnenflecken, was immer ein Hinweis auf Aktivität ausweist. Aber eben hinter der Sonne haben wir extreme auch Sonnenfleckenaktivitäten, was man indirekt über Magnetogramme feststellen kann. Vorne nicht, hinten ja, auch da wieder. Wieder ein Indiz. Das war bis vorgestern ein großes Phänomen. Es ist sogar so weit gekommen, dass die NASA diese Bilder ganz kurz über die Stanford University live freischaltet und sie ein paar Stunden später wieder rausnimmt. Ich habe diese Bilder einfach mal eins zu eins immer abgespeichert, das macht bei mir ein Programm. Und dann stelle ich ein paar Stunden später fest, sie sind nicht mehr drin, ausgetauscht gegen andere. Das habe ich der Presse rübergeschickt. Die fanden das sehr bemerkenswert, die wollten mir nämlich erst gar nicht glauben. Was die jetzt daraus machen, ist es dahingestellt. Aber es ist ein beobachtetes Phänomen, was darauf schließt, dass die Leute auch nicht genau wissen, was da wirklich ist. Deswegen ist der Artikel, den der Herr Drehbuch gerade vorgelesen hat, schon mal interessant, dass man da ein bisschen aus diesem Schneckenhäuschen rauskommt und sagt, wir wissen auch nicht genau, was da passiert, aber es passiert etwas Ungeheuerliches. So ist zum Beispiel auch festzustellen,
Das sehe ich als Ergebnis. Ich bin selber ein Betroffener gewesen. In Frankfurt ging bei mir nichts. Ich bin von Wien nach Frankfurt geflogen, war dort verabredet und meine Gäste kamen nicht an. Und ja, das ging nicht weiter. Aber das haben wir hier alle sehr schön mitbekommen. Wenige wissen, dass tatsächlich genau anderthalb Tage vorher, fast zwei Tage vorher, ein extremes Ereignis auf der Sonne stattfand. Ein Megaflare, man spricht da tatsächlich von Megaflare, das ist nicht von mir, aus meiner Fantasie, sondern das ist standardisiert, auch dieser Begriff. Und ein solcher Megaflare erreichte unsere Ionosphäre und hat insofern sich ausgedrückt durch eine Veränderung im sogenannten K-Index-Bereich und im KP-Index-Bereich. Das sind terrestrische und satellitengemäße Erdbewegungen, Geomagnetfeldbewegungen, die ganz erheblich von der Norm abwichen und mit Rot ausgewiesen worden als Alarm. Und genau an diesem Moment, wo dieser KP-Wert ausgewiesen wurde, Boulder University ist eine Messstation dafür, ich habe diese sofort abgespeichert, kann man sehen, induziert durch die Sonne, hatten wir hier so eine Reflexion oder so eine Reaktion auf der Erde. Und genau in dem Moment, fast auf der Stunde, auf diese Stunde genau, trat dann diese Aktion dieses Vulkans in Erscheinung. Ich habe mir lange überlegt, ob ich Bilder wie diese überhaupt anbiete, aber ich denke, es wird ja ohnehin, die Medien werden uns damit bedienen, vielleicht nicht unbedingt in so einer beeindruckenden Größe hier. Das sind hier die Zunahmen der Erdbeben, das sind die öffentlich freigegebenen und hier die tatsächlich gemittelten Gesamtergebnisse oder Ereignisse der Katastrophen, die Zunahme der letzten Jahre. Das ist schon mal auffällig. Da stellt man sich natürlich bewusst die Frage, wo geht das hin? Hier haben wir die Erdbebenaktivitäten und zwar hier sind nur gemessen die größer gleich Sechser. Das sind die interessanten. Die kleinen hat es immer schon gegeben. Aber hier, man guckt sich das an, von 1900 bis heute, also kurz 2000 war relativ normal, maximal 5 sehen wir hier, 5 war hier normal und hier sind wir auf einmal in einem Bereich von 25 und ich kann sagen, die aktuellen öffentlich angegebenen, also nicht irgendwie zurechtgebastelten, sondern öffentlich angegebenen Zahlen, wir liegen jetzt schon bei über 50, während wir, wenn wir diese Tabelle nehmen, quasi hier oben, da. Was heißt das also? Das würde so ein exponentieller Verlauf sein. Es sind Dinge, die natürlich in Anlehnung dessen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, immer eine Entsprechung haben. Es sind Symptome. Und die Symptome wollen natürlich angesehen werden. Hier geht es nicht darum, dass wir hier abgestraft werden, für was auch immer wir hier angerichtet haben sollen auf der Welt. Natürlich ist das nicht mehr naturgemäß, was wir hier machen, wie die Erde überhaupt aufgestellt ist, wie sie hier so funktioniert noch halbwegs. Das ist schon lange nicht mehr. Also insofern ist es ein Symptom, so wie ich, wenn ich lange Zeit ein bestimmtes geistiges Fehlverhalten an den Tag gelegt habe und das sozusagen nicht positiv beeinflusst habe, wird sich ein Symptom im psychosomatischen Kontext auch somatisch, körperlich eben zeigen. Und so wie ich am Anfang sagte, ist unser Körper nicht mit dem Epidermis oder mit unserer Hautzelle zu Ende, sondern der ist erweitert. Und ist sozusagen verbunden, verschränkt, Entanglement mit allem als ganzheitliches Gefüge zusammengepackt. Und so ist der Kosmos, das Universum, unser erweiterter Körper, wenn man so will. Es ist natürlich erstmal erklärungsbedürftig oder es ist mal ohnehin, man muss sich das mal reinfühlen und es bedarf natürlich einer gewissen Vorinformation, wie man sich das vorzustellen hätte, dass meinetwegen die Sonne etwas mit mir ganz direkt zu tun hat. Tatsächlich gibt es Messergebnisse, die belegen, große Meditationen, Massenmeditationen stattfinden. Die Professoren Yoon oder Dan und Yoon von ich glaube, Princeton University, die das mit den rosa Rauschdioden wunderschön belegen können, die psychischen Auffälligkeiten, die sich dann niederdrücken oder ausdrücken in dem Ereignis von Zufall, eben von Quantenwahrscheinlichkeit. Das ist schon interessant, aber hat sogar Qualitäten. Das sind ja nur qualitative Belegungen, die ich hier meine. Was hier noch mit reingeht, ist, dass an solchen Tagen, wo bestimmte Meditationen in eine bestimmte Richtung geführt wurden, zum Beispiel eine Liebesmeditation, tatsächlich genau in dem Moment die Sonne eine Reaktion darauf gezeigt hat. Zunächst mal hielt man das für ein Artefakt, für einen Zufall, dann konnte man das verifizieren.
Es ist natürlich ein gewisser Schwellenwert von Menschenansammlungen, auch von Intensitäten erforderlich. Insofern ist das schon nicht zu trennen. Im hermetischen Sinne sowieso nicht, wie oben so unten. Wir sind in einem holographischen System eingebettet. Also mich wundert das nicht wirklich. Als Dan Winter vor ungefähr 12 Jahren zu mir kam, der führende Neurologen aus Consciousness Research, ich glaube University of Tucson, Arizona, kam zu mir und sagte, ich zeige dir mal mein Heartlink. Das ist ein Instrument, womit er objektivieren konnte, was wirklich Liebe ist. Ich fand das ein bisschen schräg, muss ich ehrlich sagen, aber tatsächlich macht er eins. Der misst das Verhältnis zwischen dem EKG und dem EEG. Und diese Phasenlage dazwischen wird bewertet. Und er verfügt über ein unglaubliches Datenmaterial, sodass er überhaupt Aussagen treffen kann aus solchen Messungen. Das ist sein eigentliches Kapital. Und er sagte, Dieter, probieren wir es einfach mal. Ich setze hier mal ein paar Elektroden an und dann werden wir mal messen. Ich brauchte eine andere Person, um das zu kalibrieren, und dann war ich dran. Und ich war mir eigentlich dessen gar nicht so richtig bewusst. Ich muss dazu sagen, ich hatte gerade ein paar Tage vorher meinen Vater verloren. Und ich war also noch in dieser Trauersituation. Das wusste Dan nicht. Und als ich verkabelt und verschaltet war und er mich auch kalibriert hatte, schrie er auf einmal auf und sagte, wow, that's it. Und er meinte, ich sei in Liebe. Und er sagte, das muss ein absolutes Missverständnis sein. Ich würde gerade trauern. Und er sagte, das ist ein Aspekt der Liebe. Nicht? So eine Art Trauer. Also das fand ich sehr erklärungsbedürftig für mich selber, aber ich weiß in etwa, was er damit meinte. Also Dan Winter mit seinem Heartlink hat wunderschöne Experimente auch bestätigt bekommen. Und der sagte mir damals schon, die Sonne ist ganz direkt oder korreliert eindeutig mit unserem Bewusstsein, mit unserem Geist, mit unserem Mind. Und ich dachte, wenn das mir irgendjemand erzählen würde, als Naturwissenschaftler, würde ich das, weiß ich nicht so ernst nehmen, als wenn mir das ein Dan Winter erzählt, den ich sehr hoch schätze. Von der Bewertung von wissenschaftlichen Fakten. Heute weiß ich, was er meint, heute verstehe ich es auch. Und heute muss ich nicht Gnostiker sein oder im holographischen, ganzheitlichen Seinsbild aufgestellter Hermetiker, sondern ich sehe und erkenne es an meinen Messdaten und ich erfühle das auch, dass ich in Interaktion mit der Sonne ganz besonders trete. Also das dazu. Also so sind die Aspekte, wie wir sie hier angedeutet haben, zusammenzubringen. Sozusagen Körper, Geist und Seele. Das ist gar kein intellektueller Akt. Im Gegenteil. Der Intellekt wird es vereiteln. Es hat überhaupt keinen Zweck, das über Verstand zu machen. Der Verstand ist dienlich, und dafür ist er auch sehr, sehr gut zu gebrauchen, um einen Willen, einen Auftrag zu erteilen. Den brauchen wir, um zu sagen, die Entscheidung zu treffen, ich will das jetzt machen, meinetwegen mich fallen lassen, hingeben in diesen Prozess. Denn ich sage Ihnen eins, wir haben relativ wenig über den Bereich gesprochen, oder ich jedenfalls, der Interaktion Geist-Materie. Ich habe immer von Psychosomatik gesprochen und habe von Neurotransmittern gesprochen. Aber ich sage Ihnen, Fakt ist, dass diese Felder, die gerade auf uns einwirken, die ich natürlich, ich wiederhole das nochmal, kenne aus der Therapie, sehr genau kenne dort sogar, aber dass das die Felder sind, die unsere Neurochemie, das habe ich schon mal erklärt, so sehr beeinflussen, dass unser Bewusstsein daraus erweitert wird. Ich kann Ihnen sagen, dass dieser Metabolismus, die Umwandlung von Melatonin in Serotonin oder Serotonin zu Melatonin und dann zu höheren Neurotransmitter, die höheren Tryptamin rein, 5-Methyl-5-MeO, die Methyltryptamin, das sind die bewusstseinserweiternden Substanzen, die wir haben, wenn wir in einem erleuchtungsähnlichen oder faktisch Erleuchtungszustand sind. Dieses Pinolin auch, die höchsten Neurotransmitter, die können von außen induziert oder hervorgerufen werden, also exogen, wie man sagt. So als wenn ich quasi LSD, aber dieser Wirkstoff ist weitaus höher als LSD bekommen würde. Und deswegen bringe ich dieses Beispiel immer so schön, es ist wie fast jedes Beispiel, wenn es nicht 1:1 zu übernehmen ist, immer so mit Kompromissen verbunden. Ich denke, im Moment mit uns allen, wo wir Betroffene sind, und auch deswegen mehr oder weniger in die Angst gehen. Die Außenanwesenden sind mal ausgeschlossen hier, aber das korreliert ja mit den Einlieferungsquoten in psychiatrischen Anstalten und den Auffälligkeiten. Angst ist ja etwas auch ganz Natürliches. Vor etwas Unbekannten, da will Aufmerksamkeit gewonnen werden und hingucken, was ist da anzuschauen. Deswegen ist Angst auch berechtigt. Aber nur so lange, bitteschön, wo ich es erkannt habe. Wenn ich es erkannt habe, brauche ich nicht mehr in die Angst zu gehen. Wenn ich in einen dunklen Raum gehe, den beleuchte, dann weiß ich, was in diesem Raum ist und habe keine Angst mehr.
Und so muss man sich das vorstellen. Und das ist gar nicht so weit an den Haaren herbeigezogen, als wenn einem im Grunde genommen heimlich jemand einfach LSD in ein Wasserglas wirft, ich davon eben nichts weiß, ich das verabreiche, aus dem Trinke und mit Sicherheit dann denke, ich wäre verrückt. Bin ich aber vorbereitet, weiß, dass das gerade passiert, dann wirkt der Prozess, den wir als Set und Setting kennen, sehr genau und ist sogar noch förderlich und bewusstseinserweiternd. Das ist so das Beispiel, was ich da bringe. Und das ist insofern nicht unbedingt an den Haaren herbeigezogen, als dass wir ganz genau kennen und wissen, mit welchen elektromagnetischen Feldern wir körpereigene, also endogene, über die Zirbeldrüsenreaktion oder Metabolismus der Zirbeldrüse, welche Neurotransmitter, bewusstseinserweiternde Wirkstoffe wir psychedelische Erfahrungen machen und so weiter produzieren. Das geht tatsächlich und das korreliert eindeutig mit diesen Feldern. Wenn wir also erkennen und wissen, wenn wir jetzt so psychisch auffälligend sind, warum wir gerade so aggressiv sind, warum wir so schlecht schlafen, warum wir solchen Stimmungsschwankungen ausgesetzt sind, dass das so ein Prozess ist. Schauen Sie, das Beispiel finde ich am besten an der Stelle, vielleicht am trefflichsten, dass ich sage, weil ich das eben auch kenne, die statistischen Erhebungen sind eindeutig, die gleichen Örtlichkeiten, also jetzt mal nicht so kleinlich gesehen, also das Gleiche geht nur hier an diesem Ort, wo ich jetzt stehe, aber wenn, jetzt mal wenn wir diesen Raum nehmen und auf diesem Raum, diese Räumlichkeit, die gleichen Feldbedingungen herrschen würden, auf uns jetzt meinetwegen, nicht ganz 300 Leute, dann würde jeder wahrscheinlich eine andere Erfahrung machen. Die gleichen Neurotransmitter würden wahrscheinlich in Erscheinung treten, aber wir machen andere Erfahrungen. Das heißt, es gibt Leute dabei, die genau mit den gleichen Einflussgrößen, mit den gleichen Feldern oder einem Feldeinfluss eine Eingebung bekommen, vielleicht eine absolute revolutionäre Erfindung, eine Inspiration erfahren werden. Andere würden in die Panik gehen, in die Angst gehen. Nicht? Darum geht es. Diejenigen, die das Positive daraus holen, positiv im Sinne von eben nicht Angst, sondern ich bin sogar inspiriert und fühle mich sogar noch vielleicht ekstatisiert. Das sind die Menschen, die ohnehin schon, ob bewusst oder unbewusst, bereit sind, eben loszulassen oder sich hingeben. Es sind diejenigen, die nicht loslassen können, das ich auch aus dem Patientenkollektiv sehr gut kenne, die einfach noch an Dinge festhalten, die auch so leiden, wenn sie dann in so einem, meinetwegen auch Übergangsprozess sich befinden. Und in dem Moment, wo jemand loslässt, gibt es überhaupt kein Leid in dem Sinne. Nicht wahr? Also wichtig ist, das ist meine Grundbotschaft, wenn es überhaupt eine gibt, ist die, warum ich mich aufgerufen fühle, das zu sagen, was ich hier sage. Das, was da als psychische Auffälligkeit passiert ist, wird zunehmen. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, was da zunimmt, dass es ein naturgemäßer Prozess ist, da werden wir, ich wiederhole das, nicht abgestraft. Nicht? So kann man sich das ja auch ausdeuten. Sondern das ist ein naturgemäßer Prozess, um letztlich uns erkennen zu machen, wer wir wirklich sind. Und dieses Zitat von Robert N. Wilson ist mein Lieblingszitat an der Stelle, der nämlich sagt, wir sind alles Riesen, die man eingeredet hat, dass sie kleine Affen sind. Und sowas in der Art stelle ich mir nämlich auch vor, ich fühle das ja. Also dieses Prinzip der Hingabe, und ich denke mal, machen Sie bitte mal da selber für sich das Experiment, dazu rufe ich auf. Alleine, was ich hier tue, ist ja so eine Art Sensibilisieren für bestimmte Dinge, die man sich eigentlich bisher nicht vorstellen konnte, vielleicht auch absolut abgelehnt hat und vielleicht ja auch immer noch ablehnt. Aber einfach mal sich selber die Chance zu geben und dem Motto, kann das nicht sein, dass da was dran ist, was der Bröster sagt? Beobachte ich mich doch selber, beobachte ich mal mein Umfeld. Und ich kann mir die Daten selber aus dem Netz auch abladen. Einige sind sehr eindeutig zu interpretieren, da muss man nicht Naturwissenschaftler sein. Da kann man einfach sehen, wenn die Sonne diese Aktion aufzeigt und sie mit der endlichen Geschwindigkeit unterwegs ist und unsere Erde erreicht, unsere Ionosphäre, dann haben wir die entsprechenden magnetischen Schwankungen, die sind ausgewiesen. Alle paar Minuten werden die ausgewiesen. Und wenn ich mir dann angucke, was in meinem persönlichen Umfeld passiert an den Tagen, ich habe den Vorteil, dass ich über große Daten einsehen oder verfügen kann, indem ich sie einsehen darf. So kann ich also sehen, was mit Hunderttausenden von Menschen an den Tagen passieren. Das gibt mir natürlich einen gewissen Vorteil. Aber so weit muss man gar nicht gehen. Man kann bei sich selber anfangen und sagen, okay, erfahren, okay, da ist wirklich was dran. Also was tue ich denn jetzt? Noch eine Schmerztablette nehmen? Sicherlich nicht der Ausweg. Ich denke, hier geht es im Grunde genommen ganz leicht. Wir müssen nicht wirklich es tun. Einfach nur zulassen. Zulassen und erfahren, wer wir eigentlich wirklich sind. Um mir geht es überhaupt nicht. In dem Moment wird dieses Trauma, das ist ja nur eine Bewertung, es gibt kein Trauma als solches, außer wir bewerten es als Trauma, auflösen. Als das, was es ist, ein Ereignis, was mich überhaupt nicht mehr tangiert.
Dann lösen wir es auch auf. Das sogenannte Bildungsgesetz der Materie, was ich hier nehme, als Bild habe ich dieses Michelangelo, diesen Michelangelo-Ausschnitt ganz gern genommen, soll heißen, dass wir uns mal vielleicht eine kleine Vorstellung von dem machen, was eigentlich jetzt so als nächste Phase ansteht, rein quantitativ. Qualitativ können wir uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, weil wir uns das selber hier erst bestimmen. Hier ist sozusagen über die Symbolkette die ganze kosmische Evolutionskette Schritte aufgeschlossen. Hier haben wir 16 Symbole sozusagen in der ersten Entwicklungsstufe. Hier haben wir die, kann man das hier erkennen, dass es Neutrinos sein sollen? Da, neutrinische Ergebnisse, genau. So haben wir hier schon die asymmetrischen der Photonen. Man achte erstmal auf die Zahlen, das sind die ganzen elementaren Elementarteilchen. Jetzt geht es schon in den Makrobereich hinein. Da haben wir hier schon, das variiert natürlich. Wir Menschen sind in diesem Bereich, also das ist natürlich hier die Spannweite hier zwischen. Wir haben ungefähr 4,3 Milliarden Symboleinheiten, die uns ausmachen. Das ist erklärungsbedürftig, es geht hier um die Zahlen und die Evolutionsschritte. Und was hier jetzt kommt, das finden wir hier, wäre der Schritt von 4,3 Milliarden auf 18 Milliarden Milliarden. Kann man sich nicht vorstellen. Überhaupt nicht vorstellen. Ich sage ja, das ist eine quantitative Bewertung und hat erstmal mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Das ist jetzt, diese Arbeit ist von de Broglie, der Nobelpreisträger für Elementarphysik, ins Leben gerufen. Die de Broglie-Gleichung ist hier mit eingegangen. Ich finde das eine sehr interessante Arbeit, die leider zu wenig Beachtung findet. Ein weiterer Bereich ist das, was viele sich immer fragen, und diese Frage wird auch immer wieder gestellt, was muss denn da nun mit uns passieren, außer unseren, ich sag mal, neurochemischen Veränderungen im Gehirn? Was ist denn erforderlich, um ein neuer Mensch zu sein? Chaos haben wir ja schon, die Ereignissichte nimmt auch zu. Die wird irgendwann so einen Omega-Punkt finden, wo es das System exponentieller Verlauf, das wissen wir, was da passiert, bricht ein System zusammen. Geht dann entweder dahin, vernichtet sich, oder schwingt auf zum nächsten Evolutionsschritt. Ich sage immer, im Grunde genommen bedarf es nicht einer morphologischen Veränderung. Wir brauchen keinen größeren Kopf, der wird uns sicherlich nicht erwachsen, würde auch viel zu lange dauern, auch kein sechster Finger. Also all diese Dinge werden nicht kommen und brauchen wir auch nicht. Denn es ist doch das Schöne daran, dass das, was wir als Junk DNA kennen, also Müllanteil unserer DNA, ist immerhin 97%, zwischen 96% und 97%, da streiten sich noch die Gelehrten drüber, ist inaktives Ressourcen-DNA, was wir in unseren Zellen mit uns rumschleppen. Inaktiv, nicht wahr? Das sind Dinge, die eigentlich nur eingeschaltet werden müssen. Und die Bedingungen, die Voraussetzungen, um diese einzuschalten, sind erfüllt. Die Beweise sind eindeutig. Hier erinnere, wer sich damit auskennt, wer weiß, wer hat schon mal von den Ziba-Geigy-Versuchen gehört? Ebner und Schirch? Nicht. Schade, jetzt hätte ich diesen Film ganz gern gezeigt. Ziba-Geigy-Forschungsleiter, Ziba und Schirch, haben mit elektrostatischen Feldern, haben sie diesen Uhrzeitcode sozusagen, so wurde es auch genannt, also Farne, die Spuren befeldet und sind so rückmutiert in den Zustand von Milliarden von Jahren datiert. Das hat man mit Weizen, mit Mais gemacht, das hat man mit Tieren verifiziert, geholt, wiederholt und so weiter. Also da werden entsprechend der Feldstärken, nicht wahr, das sind statische Felder, elektrostatische Felder, wie wir sie haben zwischen unserer Ionosphäre und dem Erdboden. Wenn das Feld zu stark ist, gibt es einen Kurzschluss, das wissen wir, das sind dann die Blitze. Diese Felder, die Feldstärken, die wir hier kennen, die jetzt zunehmend auf uns einwirken, entsprechen den Versuchen von Ziba-Geigy, wo sozusagen aktive, also inaktive DNA wieder aktiviert wird. Das sind die Dinge, die gerade passieren. Also braucht nur freigeschaltet zu werden. Ja, über den Wahrnehmungsfilter nach Bergson genannt, haben wir uns ja schon unterhalten. Auch hier ist es so. Also wenn sich jetzt unsere Verschaltung, unsere Synapsen, die Verdrahtung unserer einzelnen Gehirnzellen, wenn sich die auflösen würden, machen wir es mal rein hypothetisch, dann würden wir entsprechend der Auflösung auch unsere Erinnerung zunächst mal vergessen. Unsere auch Zuordnung. Das ist etwas, was zum Beispiel bei Alzheimer oder im Bereich der Demenz passiert. Aber man weiß auch gerade in diesem Fachbereich der Demenz, dass die Verschaltung sich zwar auflöst, aber die Gliazellen, diese Gliamasse, die Gliazellen, die Funktion übernehmen als Hilfscomputer sozusagen, als Hilfszellen,
Das Verhältnis ist 1 zu 10. Auf einen Neuron kommen 10 Gliazellen. Das ist das, so erklärt sich das Phänomen, warum es Menschen gibt, die mit einem Wasserkopf leben und nicht nur leben im Sinne des Funktionieren, sie haben auch Quali und Quantitäten. Es gibt etliche C4-Professoren in der Mathematik, die haben Wasserkopf. Das 95% nur der Stammhirn ist noch, glaube ich, funktionsfähig und in seiner Ganze da. Aber alles andere wäre praktisch Wasser nicht wirklich Wasser, es ist eine Gliazellenflüssigkeit halt. Und trotzdem funktioniert das. Diese Dinge sind anders und sie haben den Vorteil, dass sie sozusagen nicht in diesen Konditionierungsmustern eingebunden sind. Also ich will nicht sagen, dass hier ein Alzheimer-Vorgang induziert wird, um Gottes Willen, wäre ja schrecklich. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir ganz bestimmte Erinnerungen vergessen. Ich postuliere an der Stelle, dass wir eine Phase durchleben werden, nicht durch Symptome von Alzheimer gekennzeichnet, sondern Symptome gekennzeichnet, dass wir bestimmte Dinge einfach mal vergessen, dafür aber völlig neue Dinge begreifen, auf einmal, die wir vorher nicht begriffen haben. Da bitte nicht gleich unsicher werden oder in Panik geraten, sondern einfach mit Liebe reingehen. Ohnehin ist das ein Aspekt, über den wir heute noch gar nicht geredet haben. Ich bin das ja hier geredet und ich habe dann erst drüber geredet. Also Liebe ist für mich etwas nicht so Theoretisches. Und wenn ich sage, Dan Winter konnte es sogar messen, ich finde das immer noch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, skurril, gebe ich zu, sowas messen zu wollen. Aber ich mache es ganz einfach. Für mich ist Liebe Freude in Aktion. Ich unterscheide zwischen Spaß und Freude. Also Spaß ist da, wo ich mir den Kick hole für was auch immer. Das kann der Carrera sein, um den Gang runterzuschalten. Das kann Fallschirmspringen sein. Ich habe da verschiedene Sachen. Ich habe eine Maler-Expedition gemacht mit Reinhold Messner. Das ist 76 gewesen. Da habe ich mir den Kick geschafft. Ich habe es nicht ganz auf 8000 geschafft, aber fast davor, bis auf Lager 1 kam ich, nur um mir so einen Kick zu verschaffen. Also all diese Dinge haben nichts mit. Es ist Freude, aber es ist Spaß, aber keine Freude. Die Freude erkennen wir darin, in dem Moment, wo wir einfach, ich sage mal, wo das Herz aufgeht. Wo wir erfahren, da stellen wir uns gar nicht die Frage, ich freue mich jetzt. Also ich glaube, jeder fühlt darin, ich will das nicht klassifizieren, ich kann das gar nicht, aber jeder fühlt, was ich damit meine. Und das ist Liebe in Aktion. So stellt sich dann auch gar nicht die Frage, wenn man dann vielleicht potenziell die Frage angeboten bekommt, wie verhalte ich mich denn in einer solchen Situation, wenn ich mit all meinen Gotteskompetenzen ausgestattet bin als Schöpfer? Ich könnte ja theoretisch wieder was falsch machen. Die Frage stellt sich überhaupt nicht. Nämlich in dem Moment nicht. Wenn wir das erreichen, wo wir hinsteuern, über diesen Prozess der Hingabe. Agape wäre übrigens sowas aus dem Griechischen, wäre auch gleichzusetzen mit Liebe und Hingabe, die passen das zusammen in eine Vokabel ein. Dann stellt sich diese Frage nicht, weil wir machen alles aus der Liebe heraus. Und alles, was wir aus der Liebe heraus machen oder aus der Freude heraus machen, ist in Liebe, wie ich es auch immer nennen möchte. Und alles, was aus dieser Liebe, aus der Freude heraus ist, ist aus der Wertung heraus und stellt sich nicht die Frage, ob das etwas erzeugt. Ich bin der, der Böses will und Gutes schafft, nach Faust. Das sind Dinge, die im Spiel der Polaritäten noch funktionieren und funktionieren müssen, um uns erkennen zu lassen, wozu überhaupt Polarität da ist. Gut und Böse, sagte ich bereits dreimal heute schon, sind nur Polaritätsvertreter. Nicht wahr? Es gibt nicht wirklich Böses und es gibt nicht wirklich Gutes, außer der Bewertung von Gut und Böse. Es gibt die Erfahrung, die wir machen und die Einschätzung davon. Aber das sind Protagonisten, die erforderlich sind, um überhaupt das Spiel des Seins zu erfahren, um es aber bitteschön mit einem Finalergebnis und Erlebnis aufzulösen. Über den Prozess der Hingabe. Ich sage, jetzt habe ich es durch, ich brauche es nicht noch das 100. Mal zu wiederholen. Ich lasse mich einfach fallen. Ich bin satt, ich bin überdrüssig. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist nicht die eigentliche Finalmöglichkeit. So ist es das, was ich damit andeuten möchte. Dieser Prozess der Hingabe, sich selber praktisch in diesen Prozess hinzugeben, sich selber fallen zu lassen, auch zu erkennen, dass es eigentlich nichts zu tun gibt. Ich muss nicht 25 Rosenkränze auf dem Kopf stehend beten oder was auch immer ich tun muss. Die Leute machen es sich erst richtig kompliziert. Es gibt nichts zu tun. Jetzt, in diesem Moment, können wir uns sofort auflösen in diesen Zustand. Und ich halte ihn sogar für nachhaltig in der Form, dass wir das nicht immer wieder neu verifizieren müssen. Das ist etwas, was für mich absolut neu ist. Dass es im Kollektiv ja auch so viele Menschen auf der Welt gibt, hat es, glaube ich, zur Zeit in Terras noch nicht gegeben. Und dieser Stellenwert von Menschen ist, glaube ich, auch erforderlich. So wie Lovelock das berechnet hat,
dass es diesen Schwellenwert gibt. Bei 7 oder 8 Milliarden Menschen gibt es diesen Punkt, einen Schwellenwert. Wenn dann diese Masse erreicht ist, wird sich ein Kollektiv als Selbstreflexion und als Ganzes. Ganz interessant, der Arbeit, da hat ein Leben lang dran rumgearbeitet und kam zu dieser Erkenntnis. Ich denke, wer auch immer diese Arbeiten gemacht hat, es gibt zig Modelle hierfür angeboten, es ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen das gar nicht wissen. Ich glaube, müssen sowieso nicht, aber ich empfehle, je mehr wir uns diesem Prozess hingeben, in diesem Loslassen, nicht bewerten, bitteschön, sondern einfach nur voller Demut sich hingeben, werden wir dieses Thema, dieses Auflösen. Wird es diese Positionen von Gut und Böse nicht geben, wird es den Schmerz nicht geben, wird es auch keine Apokalypse geben in dem Sinne und die Apokleten, wie sie so schön genannt werden, werden auch keine Themen mehr haben, um über das ihr Lieblingsthema zu berichten. Und wir befinden uns noch im Jahre 2010, auch das ist nur eine Zahl, und ich sage auch, es steht nicht fest, wann dieser Punkt erreicht ist, so ein Schwellenwert erreicht ist, wo ein System überspringt in einen neuen Aggregatzustand. Sozusagen dieser neue Evolutionssprung, den ich sage, ich fasse das nochmal zusammen, wir werden nicht anders aussehen. Es wird auch nicht ein kollektiver Sprung sein, wo alle sozusagen morgens auf einmal aufwachen und dann sind sie erweitert vom Bewusstsein. Das wird ganz sporadisch auftreten, einige mehr, andere weniger. Das sehe ich so auch allein von der Logik her. Andere werden es natürlich nicht wahrnehmen. Aber da, wo es dann passiert, wird es, wenn dieser Schwellenwert erreicht geht, immer schneller, je mehr Menschen sozusagen diesen Zustand auch erreicht haben. Die ziehen die anderen quasi in diesen Ereignissog mit hinein. Und den Zustand, den wir dann erfahren, den symbolisiere ich einfach durch diese Grafik, das pure Ist-Sein. Damit haben viele Probleme. Ich habe gute Freunde damit als Freunde verloren, weil sie sich damit nicht anfreunden wollten, einen Zustand auf sich zukommen zu sehen oder in die Option zu legen, des Möglichen, wo sie kein Ego mehr haben. Sie wollen dieses Ego und sagen, das wäre ja grausam, das ist ja ein Albtraum, ich will das so haben. Das ist freier Wille. Nicht wahr? Und immer wieder dieses Zitat nochmal aus Faust, ich bin der Böses will und Gutes schafft. Gut und Böse sind letztlich nur Bewertungen und dienen letztlich nur, um das Spiel der Polarität am Laufen zu halten. Um irgendwann mal zu erkennen, warum wir wirklich hier sind. Und an diesem Punkt stehen wir. Da sehen wir uns heute. Aber ich möchte Ihnen ganz zum Schluss noch eins zeigen, was erklärt, wie wir in unserer Ganzheitlichkeit eigentlich aussehen. Das ist eine Arbeit von Burkhard Heim, wo er sozusagen so sieht ein menschlicher Körper in der Ganzheitlichkeit aus. Hier erst, diese Ebene wäre unsere Raumzeit, also unsere Morphologie, wie wir sie kennen. Hier wäre dieser Bereich hier, Raum und Zeit, der Soma-Bereich, also Körper. Und hier fangen schon die geistigen Dimensionen an. Das sind die Dimensionen. So wäre ein Mensch in seiner Ganzheitlichkeit. Und nach dem körperlichen Ableben sozusagen hebt sich dieser geistige Bereich raus und der körperliche Zerfall, also Zerfall des Somas, erfolgt hier in der Verstoffwechselung und so weiter. Das ist das Normale, was wir auch kennen. Aber das Eigentliche, was uns ausmacht, ist sozusagen hier, verschiebt sich hier nach oben. Das ist eine willkürlich genannte Größe, oben kann auch unten sein, eben in einem anderen Zustand, eben in den Hyperraum, und bleibt dort in einem zeitlosen, aber auch zeitlichen Zyklus drin, der aber nicht mit unserer Raumzeit zu tun hat. Hier kann sich jemand noch selber erfahren, in diesem Zustand. In diesem Sinne, denke ich mal, gehe ich jetzt in die Diskussionsrunde und ich freue mich, dass ihr alle hier wart und immer noch hier seid. Und ich bitte, hinterfragt das übers Herz, deswegen bin ich jetzt auch in der Du-Form, hinterfragt das übers Herz, weil das ist eine Geschichte, kann auch nur jeder selbst entscheiden. Denn ich wiederhole das dritte Mal jetzt heute Abend, Gut und Böse gibt es nicht wirklich, außer wir bewerten es so. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Okay. Vielen Dank, Dieter, für diesen inspirierenden und tollen Vortrag. Bitte lauf nicht davon, wir brauchen dich noch. Klar. Ich habe in der Pause ein paar Fragen gesammelt, die manchen Menschen sehr am Herzen liegen, die ich gerne an dich weitergeben würde. Gleichzeitig beobachten wir, dass
sich die Finanzkrise jetzt in den letzten Tagen extrem zuspitzt. Ist es für dich denkbar, dass es da einen unmittelbaren Zusammenhang gibt? Mhm. Ja, der ist nicht nur denkbar, sondern der ist evident. Oder ich sehe ihn ganz deutlich zusammen in diesem Zusammenhang stehen. Und ich denke, diese Systeme, diese veralteten Systeme, die über Profitmaximierungen laufen, sind wieder natürlich. Wo bitteschön, gib mir irgendeiner ein Beispiel, wo wir das in der Natur finden, wie wir da mit diesen Systemen operieren. Profitmaximierung ist ein entliehener Begriff von Hans-Peter Dürr, glaube ich. Und ich liebe diese Formulierung. Sie bringt es so explizit auf den Punkt. Und es fällt zusammen, dieses System. Es ist wieder natürlich und wie jede Widernatürlichkeit, das ist eben nur eine Frage der Zeit, in sich zusammenfällt. Und es muss fallen. Und dieses Fallen ist doch nicht schlecht, ist im Gegenteil. Ich freue mich drauf. Die nächste Frage betrifft den Mond. Du sprichst und schreibst sehr viel über den Einfluss der Sonne auf uns Menschen, auf unser Bewusstsein. Viele von uns erfahren das oder wissen das, dass der Mond einen starken Einfluss auf uns hat. Kannst du dazu was sagen? Mhm. Ja, er hat in der Tat einen erheblichen Einfluss, auch vor allen Dingen auf unser Unterbewusstsein. Was ich weiß, und nur darüber möchte ich auch reden, Dinge, die ich mutmaße, die möchte ich dann, wenn überhaupt, als solche auch ausweisen. Ich weiß von Studien, die ich auch für glaubhaft halte, dass es hier Wechselwirkung gibt zwischen Mondintensitäten und den psychoaktiven Wirkstoffen, die wir im Körper tragen. Deswegen auch bei Vollmond nicht richtig schlafen können, diese Unruhe, die Gereiztheit, die wir haben. Immerhin dürfen wir nicht vergessen, die Menstruationszyklen sind ja an einen Mondrhythmus auch gebunden. Also hier sind Grundrhythmusgeber in der Chronobiologie, Chronoastrobiologie übrigens ist ein Fachbereich, der gelehrt wird an der University of Minnesota und wir überhaupt nicht richtig, wahrscheinlich noch nicht mal von gehört haben. Ich kenne die beiden Vertreter dieser Lehrstühle sehr genau und deswegen weiß ich auch von diesen Dingen. Darüber kennt man eine Menge, aber ich denke, sie sind jetzt nicht so heraushebend zu den Dingen gegenüber den Dingen, die ich eben schon angesprochen habe. Also der Mond spielt natürlich immer mit da hinein, aber eben nicht eine besondere Rolle. Eine Frage war auch, wenn dann diese starken Sonnenstürme auftreten und wir die Auswirkungen unmittelbar spüren, wie können wir uns davor schützen, beziehungsweise wie sollen wir als Einzelne damit umgehen? Wir kennen alle das Phänomen des Föhns. Man nennt es, glaube ich, hier so. Ich bin Norddeutscher, da kenne ich das nicht so sehr, aber ich natürlich lebe schon eine ganze Zeit hier und in Griechenland gibt es etwas Ähnliches übrigens bei mir in den Tagen. Ich weiß aber, was das ist. Also der Föhn, die Wetterfühligkeit, hat natürlich eine Entsprechung durch die Felder wieder auf die Neurochemie. Das habe ich vorhin erklärt, das geht damit rein. Aber was hier jetzt mit der Sonne passiert, im Grunde genommen kann man sich das Modell des Föhns, wenn man davon mal betroffen war oder immer noch ist, schon auch verdeutlichen. Wir sind nicht zwingend oder sklavisch diesem Prozess ausgeliefert. Also es ist nicht sinnmachend, den Griff zur Schmerztablette walten zu lassen. Also ich bin davon überzeugt, dass was hier passiert, und das wiederhole ich, ich habe es ja auch mehrfach heute angedeutet, auch hier diese Dinge, die hier passieren, durch diese Sonnenaktivitäten und diese föhnähnlichen, das ist nicht explizit Föhn, föhnähnlichen Symptome, die wir haben, dadurch zu begegnen, indem ich mich einfach wirklich hingebe diesem Prozess. Wer sich mit Zen auseinandergesetzt hat oder auseinandersetzt, man kann sozusagen in den Schmerz auch hineingehen und ihn auch auflösen. Nicht wahr? Also all diese Dinge passieren, aber ich denke, allein die Formulierung von Schmerz induziert schon etwas Unangenehmes. Ich will es sogar nicht ausweisen. Was ich meine ist, ich empfehle einfach, wenn sowas passiert, und das wird einfach mal jeden auch wieder betreffen, das wird immer häufiger und wahrscheinlicher sein, dass es demnächst auch wirklich jeden trifft von uns, dann ist es nur eine Frage des individuellen Schwellenwertes, wo wir einfach dann sagen, irgendwann müssen wir loslassen. Und warum nicht gleich am Anfang? Diesen Prozess, ich wiederhole das immer und immer wieder, dieses Hingeben, sich diesem Prozess einfach hingeben. Es ist wirklich nur ein kleiner Trick im Gehirn, ein Umschalten. So ähnlich wie Leute, die einfach mal 20 Mal, 30 Mal aufgehört haben mit dem Rauchen. Haben sie wirklich aufgehört? Natürlich nicht. Aber es gibt die, und ich gehöre dazu, ich habe einfach mal einen Schalter umgelegt und es hat nicht, ich habe überhaupt nichts gemerkt. Ich habe es einfach vergessen.
Die ganzen Symptome der Sucht und so weiter waren weg. Das ist ein Umschalten. Es geht hier genauso. Wir können das. Wir machen nur so wenig davon Gebrauch. Die nächste Frage scheint sehr viele zu interessieren, ist auch die Kardinalfrage. Und ich weiß, dass da die Gefahr sehr hoch ist, dass man irgendwie ins spekulative Gefilde kommt. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem sagen, was denkst du, was kommt 2012 auf uns zu? Das haben wir selber in der Hand. Ich würde mir ja selber widersprechen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Wer aufmerksam zugehört hat, und das hat jeder, wird das wissen, sich daran erinnern. Das steht, es ist nicht determiniert, es steht nicht fest. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, die man von jetzt abrechnen kann, schließen kann, auf das Ereignis 2012. Man kann das in etwa hochrechnen. Ich glaube nicht, dass 2012, wenn wir das kalendarische Datum nehmen, ich sage ja immer so gern, Frage ist, wann ist 2012? Aber nehmen wir mal das kalendarische Datum, dann denke ich, das wird sogar vorher passieren. Was da passieren wird, meine ich, ist jetzt allen klar. Es wird passieren, dieser Prozess, dass ganz bestimmte Wirkgrößen, physikalische Einflussgrößen so stark auf uns einwirken, dass dieser Prozess, der, wo wir uns dann einfach wirklich hingeben, eher sein wird. Ich glaube nicht, dass es wirklich so lange dauert noch. Ich erkenne auch daran, dass wir im Grunde genommen schon viel weiter sind. Wenn wir so wären, wie man vor 2000 Jahren oder wann auch immer abgeschätzt hätte, aus der alten Zeit hochgerechnet hat, dann würde 2012 vielleicht so eine Hausnummer sein können. Aber jetzt, wenn wir jetzt einen Status nehmen und sagen, wo wir jetzt stehen und ich die Menschheit so betrachte, denke ich, es ist eher, wir sind schon viel weiter. Ganz kurz davor, wo die Nacht am dunkelsten ist und am kältesten ist der Tag am nächsten. Ich weiß natürlich, was gemeint ist. Wie kann das im Außen aussehen? Ich vernachlässige das aus dem Grunde, weil dieses Außen natürlich immer Spuren hinterlässt. Da werden archetypische Muster in uns aufgerufen, wenn ich von diesen apokalyptischen Szenarien rede. Die Erdbebenaktivitäten, wir haben die Tabelle gesehen, das wird natürlich noch weiter zunehmen, sie werden größer. Wahrscheinlich wird der Andreasgraben absinken, das ist eine Schachtel der Wahrscheinlichkeit. Überfällig sowieso schon. Ich könnte die beliebig hochstellen, diese Rechnung. Aber wer sich darin verliert, wer da reingeht, bewertet immer nur nach wie vor die Symptome und ist eigentlich verloren. Das war viel konkreter, als ich mir das gedacht habe. Es gibt Leute, die meinen, dass sich unser Sonnensystem in einen hochenergetischen Raum hineinbewegt, genannt der Photonengürtel. Kannst du uns sagen, ist das Fact oder Fiction? Ich sehe da was ganz anderes. Darüber haben wir heute gar nicht geredet, aus zeitlichen Gründen. Wie mir ein Kollege vorhin noch mitteilte, sollten wir mal bestimmte Modelle hinterfragen, ob unsere Sonne zum Beispiel wirklich ein Reaktor ist. Aber das wird den zeitlichen Rahmen sprengen. Ich sage etwas ganz anderes. Ich glaube, jeder von den Anwesenden wird schon von dem Aufscheinen der dunklen Energie, respektive dunkle Materie, gehört haben. Nicht wahr? Also dunkel ist nicht ein Bewertungskriterium im Subjektiven, sondern dunkel deswegen, weil wie ein schwarzes Loch nicht wirklich dunkel ist, sondern das zieht sozusagen die Energie, respektive die Teilchen an sich, sodass das Licht nicht entschwinden kann. So erscheint es für uns dunkel. Und so ist die dunkle Energie und dunkle Materie nur deswegen dunkel, weil wir sie nicht messen können. Man kann sie nur indirekt messen, über Referenzmessung, wie man das sagt. Aber Fakt ist, dass unser komplettes Universum eine absolute Sensation ist, da nicht nur Astrophysik, dass sozusagen unser Universum, was wir für alles hielten, den gesamten materiellen Bereich mit den ganzen Strahlungsspektren, nur 5% ausmachen. Das elektromagnetische Spektrum macht nur 0,05% dessen, was eigentlich an Hauptanteil von dunkler Energie uns umgibt. Das Besondere, das ist natürlich ein Phänomen für Astrophysiker, ein Leckerli, aber das Besondere auch für uns ist, wovon wir auch betroffen sind, diese dunkle Energie, die uns sozusagen zunehmend mehr umhüllt, ich kann das nur metaphysisch jetzt ausdrücken, wird dazu führen, dass unsere Polaritätsaspekte, also sozusagen Protonen und Elektronen, auflösen. Das ist alles, also die Maxwell'schen Induktionsgesetze in der Form auch nicht mehr funktionieren. Die Polarität wird im hermetischen Sinne auch, wie oben so unten, auch rein faktisch, rein physikalisch aufgelöst werden.
Es wird das Zeitalter der Baryonen sein, wie Giuliana Conforto so schön mitteilt. Die sagte mir damals, sie ist Astrophysikprofessorin gewesen für diesen Fachbereich, hat es auch mit als erstes entdeckt und sagte mir, aufgrund der Frage, ob sie bereit wäre, das für meinen Film zu produzieren, also da sich zu äußern, da sagte sie, wenn ich das tue, werde ich entweder von der NASA umgebracht oder vom Vatikan. Gut, also du hast den Film angesprochen. Dieter Börres hat einen Film gemacht, Revolution 2012. Und da jetzt der Hinweis darauf, dass wir den Film zeigen werden, hier im Mozart-Kino, nicht in diesem Saal, sondern einen Stock tiefer im Römersaal. Und zwar zeigen wir den von Montag bis Donnerstag nächster Woche jeweils um 18.30 Uhr. Darf ich kurz? Keine Werbung für den Film, aus unehrenhaften Gründen, glauben Sie mir. Aber gerade wer diesen Vortrag jetzt gelauscht hat, und das ist ja nun jeder Beteiligte, wird nicht nur sich da wiederfinden, das Thema wiederfinden, sondern er wird diesen Film ganz anders deuten. Es ist tatsächlich so, dass dieser Film eigentlich zwei-, dreimal angesehen werden möchte. Es ist so kompakt mit Informationen rein aufgestellt. Schauen Sie, aus 56 Stunden Interviewmaterial mussten wir runterbrechen auf anderthalb Stunden. Das war die schwierigste Aufgabe überhaupt. Wie will man das schaffen, 56, meinetwegen Größenordnung 50 Stunden, auf anderthalb Stunden runterzubrechen? Eigentlich unmöglich. Und doch sind so viele Aspekte drin, die einen wirklich ganz, ganz tief berühren, auch im Herzen berühren. Also ich verantworte diese Werbung, bin da immer sehr vorsichtig, selbst Werbung zu machen. Aber der Film ist ja nicht von mir. Ich habe ihn zwar mitfinanziert, es war auch meine Idee, aber es durch mich gelaufen, weil ich dachte, ich muss das einfach tun. Ich lege das wirklich ins Herz, diesen Film zu sehen. Das kann ich nur bestätigen. Die nächste Frage ist wieder eine eher metaphysische. Und zwar, du hast gesprochen von, wenn die Nacht am dunkelsten ist. Es gibt so eine spirituelle Lehre, die besagt, dass man durch seine Eigenschwingung, wenn man die nicht dem Kollektiv jetzt anpasst und damit schwingt, dass man sich dann von den negativen Auswirkungen einer kollektiven Entwicklung ausklinken kann. Die Beispiel Finanzkrise, die ja viele von uns negativ treffen könnte. Wenn ich jetzt mir individuell mit meinem Bewusstsein irgendwie darauf einstelle, dass mich die nicht negativ berührt, also nicht mit runterziehen lasse sozusagen, sondern meine eigene Bewusstseinswelt aufbaue, wo mich das nicht tangiert, kann mich das davor schützen, dass sie mich wirklich trifft. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so einfach ist, aber letztlich schon, natürlich, ja. Also auch hier die Bewertungsgrundlage sollte man mal hinterfragen. Was bewertet man eigentlich gerade, wie? Natürlich war Geld immer Mittel zum Zweck, aber völlig überbewertet, auch zu welchem Preis. Denn wir haben völlig vergessen, um was es dabei eigentlich geht, um die Ware als solches, die da ausgetauscht wurde. Also das, was hier so läuft, ich sag ja, das System muss einfach fallen. Um Gottes Willen ja, weil das ist einfach, gibt uns den Raum dafür zur Natürlichkeit, zu diesem auch natürlichen Umgang mit den Ressourcen und mit uns selber und mit der Natur. Wir sind ja nicht getrennt von der Erde, wir sind ein Teil der Erde. Und da gehört das mit dazu. Also dieses Opfer, in Anführungszeichen, sollten wir doch alle erbringen können. Eine letzte inhaltliche Frage habe ich noch, wurde mir gegeben, und zwar, du hast davon gesprochen, dass es Sonden gibt, die hinter die Sonne sehen. Und es gibt Vermutungen, dass sich hinter der Sonne ein großes Objekt befindet. Manche sprechen sogar von einer zweiten Sonne. Kannst du das dementieren oder? Bitte, wer hat diese Frage gestellt? Darf ich eine Hand sehen? Ja. Wow. Eine Dame? Ich bin beeindruckt. Ja, jetzt haben Sie mich erwischt. Also, raus mit der Sprache. Viele, viele Mysterien. Horus und Ra wird dort angeboten, aus der Mythologie der alten Ägypter und auch der Sumerer übrigens. Black Sun, nicht wahr? Also, danach ist unsere Sonne nur Teil eines binären Systems. Unsere Zwillingssonne sozusagen, unsere sichtbare, die kennen wir ja, hat aber eine Zwillingssonne. Und diese zweite Sonne ist aber außerhalb aus unserer Raumzeit. Quasi in der fünften Dimension nach dem Modell von Wolkertheim, das wir gesehen haben, wäre da negentropisch, was hier entropisch ist, wäre Antimaterie, wenn man so will.
Dadurch, das können die natürlich nicht zusammen, wenn die zusammenkämen, dann hätten wir ein riesen Feuerwerk, was man sich vorstellen kann, wenn sowas passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass immer dann dieses Objekt, dieses dunkle Objekt von der NASA aufgenommen, durch diese Bilder auch Stereo 1 und oder HN1 und so weiter, ist die nicht nur dort, die Russen nehmen das auch auf sichtbar, immer dann, wenn ganz bestimmte extremste Sonnenaktivitäten zu erkennen sind, also wenn ein Schwellenwert der Energie an der Sonne partiell in einem bestimmten Richtungsbereich, das ist sehr lokal ausgelegt, nicht verteilt auf die ganze Sonne. Wenn das passiert, sieht man in dem Moment ganz kurz dieses dunkle Objekt. Das taucht dann auf, taucht man in der Länge auf. Antworten kann ich nicht viel mehr geben. Der Theorie nach soll es so sein, wenn jetzt noch zunehmend mehr dunkle Energie, dunkle Materie uns umgibt, kann es diesen Kurzschluss nicht mehr geben. Materie, Antimaterie löst sich damit auf. Dann wären sozusagen beide Aspekte zusammen. Dann wäre sozusagen unsere Sonne vermählt, so sagt man in Anlehnung der alten Mythologie, wiederum in Erscheinung getreten und wir hätten eine zweite Sonne am Himmel. Ob das genauso ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das ein riesiges Mysterium ist und dass ich sofort 10 oder 11 Astrophysiker nennen könnte, viele überwiegend, die dort die Instrumente auch bedienen, die sagen, das ist eigentlich die größte Sensation. Die hatten das für die größte Sensation, aber sie haben kein Modell, deswegen schreiben sie nur intern darüber. Ich kann leider nicht mehr dazu sagen. Ich hätte gerne mehr darüber gewusst. Ich weiß ein bisschen mehr drüber, aber das ist zu vage. Ja. Dankeschön. Gut, die letzte Frage betrifft dich selbst. Was sind deine nächsten Pläne? Wo werden deine nächsten Vorträge stattfinden? Gibt es ein Filmprojekt? Wie geht es mit dir weiter? Was gibt es von dir Neues zu hören in der nächsten Zeit? Ich wollte mich eigentlich zurückziehen. Mir auch Selbstliebe geben. Darüber habe ich nicht gesprochen, dass, glaube ich, die Meisterprüfung darin besteht, nicht andere zu lieben, sondern erstmal sich selber. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Es ist eigentlich so leicht, scheinbar, andere zu lieben, aber am schwierigsten sich selber. Man stellt sich bitte einmal vorm Spiegel mit aller Intention, nicht mal, ich kann ja mal kurz angucken, das tue ich ja sowieso morgens, wenn ich Zähne putze oder mich rasiere, was man da auch immer tut vorm Spiegel. Aber das bitte nutzen, um einfach mal den Blick nicht auszuweichen, direkt ins Auge zu schauen und bitte genau reinzugehen und dann bitte hinzugucken. Wir kennen das, selektive Wahrnehmung. Wir schauen zuerst auf den Mäkel sozusagen. Da ist ein Pickel oder da ist schon wieder eine Falte oder was auch immer. Bitte, daran erkennen wir ja nur, dass wir da wirklich so konditioniert sind, alles zu lieben und nicht uns selbst. Selbstliebe ist die Auflösung. Danke, Dieter. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort.